Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, die noch nicht da sind, schätze ich mal. Aber für die Leute auf YouTube bei Anime Leben mit Agoraphobie Talk. Sabrina hat es doch geschafft. Hallo! Ey, tolles Hintergrundbild. Meine Hand ist nur halb da. Okay. Und So wie ich mental heute. mein Mann ist da. Hallo Schatzi. Hallo! Tolan ist, glaube ich, wir sehen nicht gerade hinter den PCs, die ihr da seht. Lukas! Hallo! Lukas ist da, Schatzi. Hallo Lukas. So, ich musste jetzt, Entschuldigung bitte, dass ich kurz abgelenkt war, aber ich musste erstmal selber den Stream anmachen und vor allem den Chat aufmachen. Traue mich nicht, ich habe Angst, dass mein WLAN das nicht aushält. Das WLAN sollte weniger das Problem sein. Wenn, dann hat ein PC eher ein Problem, wenn er das nicht aushält. Also bisher ging das immer. Ich bin mit dem WLAN immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil wir haben unseren Router unten in der Küche stehen und der Raum ist quasi so da hinten so im Erdgeschoss. Und ich sitze unterm Dach und ich habe ein bisschen Angst, dass das WLAN nicht so gut ist. Da müssen wir mal gucken, haben wir nicht noch Verstärker für was bei Wir ihm? haben noch Repeater, ja. Die müssen da irgendwo noch rumzufliegen haben. Willst du die denn haben, wenn wir die finden? Wenn ihr die nicht braucht. Ah, ich weiß auch nicht, ob das WLAN-Repeater sind. Da muss ich mal Mario Da fahren fragen. wir erstmal Mario, ja. So, und da ist Tolania, liebe Zuschauer. Aber LAN-Repeater sind eigentlich auch nicht das Problem. Also, wir hatten mal welche WLAN-Repeater von TP-Link oder so, aber die haben irgendwie einen Scheißdreck gebracht. Hallo Samuel. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, unsere waren Servus. auch von TP-Link. Wenn ich mich irre. Glaube ich jedenfalls. Also, die waren auch nicht, ich fand die auch nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. Leute, Wir hatten. bevor wir anfangen, ich muss mal annehmen. Ich muss jetzt ehrlich mal vor den Zuschauern annehmen. Oh, jetzt kommt ihr Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk. Achtung. Ehrlich? Dankeschön. Ja. Ihr Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk möchte ich an der Stelle betonen für dieses Jahr. Und für die nächsten 3 Jahre. Ich hab einen Vom neuen Preis her mit Stuhl. Sicherheit. Ich hab einen neuen Stuhl. Harry Potter Style. Ja. Nicht Gibt's kein schlecht. Bondage mehr mit dem Drehstuhl, ja? Nee. Aber ich muss ganz ehrlich Schade. sagen, von der Qualität her kann man den Stuhl nur loben. Also ja, der ist schon krass geil. Also Ey, wenn das. du hier drauf sitzt, du wirst richtig müde auf dem Ding. Der ist so Ja. scheiße bequem, Alter. Ja, der ist schon da, Lukas. Der ist richtig klasse, der Stuhl. Und wenn ich irgendwann genug weiteres Geld gespart habe, dann hole ich mir auch Dankeschön. so einen, habe ich schon beschlossen, weil der ist geil. Und schön bequem ist er. Ja. So, ja, also wir machen heute eine lockere Runde hier. Hermine 81, Dankeschön fürs Follow. Wir unterhalten uns so ein bisschen über Depressionen und halt, was uns noch so einfällt. Vielleicht auch über Paranormale oder über Weltgeschehnisse. Man weiß es nicht. Kommt drauf an. Ja, so wie immer. Richtig. So wie immer, genau. Man kennt uns ja, wenn man unsere Videos so sieht. So Gott und die Welt. Richtig. Ja, so. Wir verteilen aber keine Flyer dann hinterher noch, ne? Nee. Nicht? Nee. Auch verdammt. Ja, ja. Erstmal nochmal, die Woche war bei mir, ich mache ja mal Kurzvideos auf Instagram und bei Facebook veröffentliche ich die. Und da gibt es so manchmal Schlauberger, die meinen, mir sagen zu müssen, in puncto den Tabletten, die ich nehme eine Tablette am Tag, dass man die nicht nehmen sollte. Man kriegt es ohne Tabletten hin. Ich habe seit 11 Jahren diese Erkrankung. Ich habe es auch ohne versucht. Hat auch kurzzeitig mal geklappt, aber es ist wieder heftig geworden. Deswegen bin ich in die Psychosomatik dieses Jahr. Psychosomatik ist was anderes wie Psychiatrie für Leute, die vielleicht denken, ich war in der Psychiatrie. Und nein, da lernt man auch nicht, ne, nicht mehr zu lügen. Da gab es auch so Intelligenzbestien, die mir das vorgeworfen haben, dass man mir wahrscheinlich Gehirnwäsche oder sowas veranstaltet. Und ja, da musste ich auch lachen.
diese Tablette unterdrückt keine Angst. Ich habe ganz normal weiterhin Panikattacken. Nur der Stresspegel ist nicht mehr so hoch, weil das Serotonin, was ein Stresshormon ist, wird halt geblockt durch diese Tablette. Also wenn ich draußen bin, ich kriege eine Panikattacke, das ist ganz normal bei mir halt. Dann mache ich mir eine Atemübung, was bei mir früher so gewesen ist, dass das durchgehend gewesen ist mit der Panikattacke, ist ganz schnell wieder unten halt, weil das Serotonin durch diese Tablette halt geblockt wird. Und diese Tablette ist auch nicht dauerhaft, die wird bei mir circa sechs Monate angewendet. Ich bin aber sowas mal anders. Ich sage solchen Leuten ja immer generell, wenn ihr nicht Medizin studiert habt. Meine Lieblingsschwägerin. Ja, das ist ja das Problem. Das sind die ganzen Wikipedia-Medizinstudenten und sowas. Heutzutage macht ja jeder ein Studium. Also von daher ganz ehrlich. Ich habe das auf Wikipedia gelesen. Ich habe studiert. Ja, normalerweise. Normalerweise, Samuel, lasse ich so eine Leute reden, nur da ich dieses Thema halt mit meinen Videos halt näher bringen möchte und sehr viele unwissende Menschen dabei sind, die glauben die Scheiße. Weil gerade so bei Facebook, was du da für Horns hast, die erzählen da irgendeine Scheiße und das verbreitet sich überall. Nee, ist nicht so. Deswegen, ne, will ich darüber halt aufklären. Das ist ja nicht böse gemeint, die kriegt mich ja auch nicht darüber auf. Das ist halt einfach nur eine Aufklärung. Mehr nicht. Hallo auch an Daniela. Ja, meine Lieblingsschwägerin. Ansonsten haben wir schon alle begrüßt im Chat, glaube ich, oder? Oder nicht? Ja. Glaube ja. Ja, also nee, für Sabrina können wir denn vorlesen. Das ja, ich bin gerade dabei, dass mir der Chat angezeigt wird. Ich kann im Moment auch nicht reinschreiben, weil ich müsste mich erst anmelden und nein, reicht nur lesen und ihr ja, durch das, ne, sind wir mal ehrlich. Da habe ich jetzt auch gar keine Lust zu, weil das dauert ein bisschen lang. Hat alle, die mindestens 6 Folgen in aller Freundschaft gesehen haben, halten sich nun für Ärzte. Ja, das kennen wir ja. Ja, auch genauso in der Art. Entweder haben sie Wikipedia gelesen oder sie haben irgendwelche Arztserien gesehen und denken, sie sind jetzt auch Mediziner. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Sau. Ich möchte hier an der Stelle sagen, ich habe auch alle Folgen von Dr. Haus gesehen, sogar mehrfach. Und halte mich trotzdem noch nicht für einen Arzt, obwohl ich Dr. Haus mehrfach gesehen habe. Dann trinkst du was aus dem Wasser an jetzt. Ich habe auch sehr viel mit Psychologen zu tun, deswegen bin ich jetzt aber auch kein Psychologe in der Hinsicht, ne? Also. So. Tolan, bei dir war da gerade was Paranormales. Ja, Hexe. Ja, das ist schon seit 11 Jahren, also ist das sehr paranormal hier. Eine Hexe? Komm hoch. Komm hoch. Ja, ich weiß ja nicht, ob hier Zuschauer dabei sind, die diese Erkrankung kennen. Also ihr wisst ja, wie gesagt, dass wir auch über andere Erkrankungen sprechen. Heute würde ich gerne mal über das Thema und mit euch mich unterhalten, Depression. Ja, so ist es schlafen gehen. Gute Nacht. Und da habe ich natürlich meine Fachexperten jetzt hier bei mir. Ja, alle studiert und mit Diplom und alles. Richtig, richtig. Haben sie mir alle vor dem Stream alle gezeigt, ihre Diplome? Ja. Weiß in der Hinsicht wiederum, wenn es nur darum geht, über die Krankheit zu sprechen, es durchaus sehr sinnvoll finde, wenn man da sich Leute zuhält, die über die Krankheit auch was sagen können, weil sie eben selber erlebt haben, wie die Krankheit ist. Also entweder im Freundeskreis haben oder selbst betroffen sind zum Beispiel. Das meine ich. So, und da habe ich natürlich jetzt meine Experten hier. Hexe, du bist gemeint. Kann man nur durchreden. Setz mal Hexe auch ein Headset auf. Dann kann sie mitreden. Warte, ich schreie schon mal weiter. Ja. Wird bloß mit dem Verstehen, glaube ich, kritisch. Mal. Dann hole ich noch meinen Kater und dann können die sich unterhalten. Warte mal, dann hole ich noch Tutti und dann wird das ein Katzenstream. Ja. Ey, Katzenstreams kommen gut an. Katzen sind sehr beliebt. Ja. Ja, nee, Depression.
Schatz, du hattest vorhin schon leicht angefangen zu erzählen. Ich habe gar nicht angefangen zu erzählen. Ich habe im Endeffekt halt nur Beispiele genannt, die man halt aus der Öffentlichkeit so kennt. Ja, aus der Öffentlichkeit. Ja, stimmt, Therapeutin. Ja, Tiere sowieso. Das ist die beste Therapeutin, die man haben kann. Ja. Ja, nee, ich habe halt nur Beispiele genannt, die man halt in der Öffentlichkeit kennt, weil es gibt ja relativ bekannte Beispiele. Richtig, Kurt Krömer zum Beispiel, der hat sich ja outet dazu, dass er Depressionen hat. Ja, oder auch Herr Sträter. Genau, Sträter. Finde ich auch geil, dass die das gemacht haben, ehrlich. Weil ich, wie gesagt, ich bin sowieso ein Fan davon, dass man nicht schweigen sollte über psychische Erkrankungen, weil das wird ja immer mehr in Deutschland mittlerweile, egal was für psychische Erkrankungen halt gibt. Ja. Deswegen ne, wird man dann von der Gesellschaft halt entweder nicht ernst genommen, ausgegrenzt oder sonst wird. Und deswegen ist es wichtig, halt sowas öffentlich zu machen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, genug Leute, genug Betroffene. Und wenn man sich zum Beispiel hier, was ich vorhin erzählt hatte, die Frau von dem einen Fußballtorwart, der da ja, auf tragische Art ums Leben gekommen ist, weil er eben Depressionen hatte. Die hat ja da auch eine Stiftung gegründet und die findet das halt auch sehr wichtig und macht da ja auch sehr viel öffentlich. Hallo, oh, Timmy. Timmy, grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Lang nicht gesehen, nicht gehört, nicht gesehen. Hallo, Timmy. Ja, sag doch den Namen, Robert Enke halt. Ja, genau, Robert Enke. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Fußball interessiert ist und den Namen überhaupt kennt, aber ja. Naja, ist ja nun ein bekannter Fall, weil der hat sich ja dann das Leben genommen halt, ne? Ging ja auch durch die... Ja, und er war ja auch Nationaltorwart, also er war jetzt nicht irgendwie nur, er war schon Nationaltorwart. Mhm. Ja, bei uns ist alles schnittig, Timmy. Wir haben heute so ein Just Chatting halt hier Abend. Wir quatschen halt so ein bisschen über Depressionen und was uns noch so einfällt halt. Mhm. Ja. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Also ihr könnt im Chat auch gerne Themen vorgeben. Ne? Richtig, ihr könnt doch gerne Themen vorgeben, worüber wir uns gerne unterhalten können. Wenn irgendein Thema, wie gesagt, ihr könnt auch gerne, weil wir haben hier jetzt vier Leute, die sich zum Beispiel über Paranormal ein bisschen auskennen. Aus eigenen Erfahrungen, wenn da Interesse besteht oder halt, was jetzt im Weltgeschehen ist und sowas alles. Wir können über alle reden. Wir sind Universalgelehrte, wir können alles, ist gar kein Problem. Ja, Tim, das nehmen wir gerne mal auf, das Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Können wir gerne dann nächstes Mal als Thema nehmen. Ich werde dann auch demonstrieren, wie man Sollbruchstellen in Eierschalen produziert. Er möchte was über Geisterjagd hören. Was möchtest du denn über Geisterjagd hören? Was macht ihr, wo bewahrt ihr eure Photonenbeschleuniger? Wo bewahrt ihr die Geister, auf die ihr fangt? Ja. Also meiner hängt neben dem Föhn direkt im Badezimmer, wenn man griffbereit hat. Ja. Ja, über Geisterjagd, Anni, da bist du die ne, prädestinierte Fachexpertin. Naja, wir haben alle irgendwo Erlebnisse. Nein, ich habe keine Erlebnisse. Da, mein Erlebnis ist schon wieder da. So, mir die Geräte. Also unsere Gruppe, also Marc und meine Gruppe, die benutzt ja nicht wie andere so die Geräte benutzen. Dem berühmten Spiel Phasmophobia, was ich auch irgendwann dann wieder weiterspielen werde, nur das ist im Moment halt wichtiger, dass ich raussehe. gibt es verschiedene Geräte halt, die wir nicht so benutzen, wie übliche Ghost Hunter benutzen, zum Beispiel. Jetzt also noch neue Zuschauer. Grüß nochmal schön. Hallo. Aber Depression ist auch ein starkes Thema, ich will euch nicht aus dem Konzept bringen. Depressionen ist auch, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, es ist halt ein wichtiges Thema. Überhaupt psychologische Erkrankungen jeglicher Art sind halt wichtige Themen. Wir machen erstmal das Thema Depressionen und danach können wir dann richtig, gerne mit euch über Ghost Hunting reden. Richtig, weil es ein bisschen dämlich, wenn richtig. Man jetzt
Themenhopping betreiben und alle fünf Minuten über ein anderes Thema reden. Wieso, da kann man doch auch gucken, wer die größere Konzentration von allen hat. Ich bin gut da drin. Ich habe kein Problem mit. Du bist aber auch gut in Themenhopping. Ja, ja, das will sein. Ich habe da kein Problem mit, aber vielleicht viele andere. Das Konzept ist kein Konzept zu haben, das ist ja das Wichtige. Richtig, das ist eine lockere Runde mit euch halt hier im Chat. Ich habe schon immer Konzeptshows gemacht, selbst im Radio. Ja, eben. Ein konzeptloses Konzept ist das beste Konzept. Sissi redet schon wieder Quatsch, schreibt Lukas. Nein, fangen wir mal an mit Depressionen. Mir wurde mal nachgesagt, dass ich, als ich das erste Mal in der Psychosomatik war, 2013, dass ich depressive Züge habe. So, wir kennen uns ja jetzt hier alle vier Mann. Mein Mann sitzt neben mir. Sabrina kennt mich auch schon ein paar Tage. Tolania kennt mich auch schon ein paar Tage. Findet ihr, dass ich depressive Züge habe? Nö. Ich nicht, aber ich weiß nicht, wie das Leute beurteilen können, die vielleicht da eher sich herauskennen. Na, Tolania. Ich habe die Frage nicht verstanden. Wie war das jetzt mit den Photonen? Ach nee, depressive Züge, ja, das Problem ist, hinter den Kulissen kriegt man das eigentlich immer mehr mit bei dir teilweise, ne? Wenn du mit einem dann redest und sowas, aber jetzt so nach außen hin, so in die Kamera und sowas, das ist jetzt noch niemals bei dir jetzt eine Maske oder irgend sowas. Ich denke mal, das ist das bei mir, man sagt ja viele Depressive, die tragen eine Maske, auch nach außen hin. Sage ich jein. Ich glaube, in dem Moment, wenn man zum Beispiel in so einer Runde ist, dann trägt man eigentlich gar keine Maske, sondern man vergisst das. Dementsprechend kann man jetzt auch nicht sagen, dass du irgendwie depressive Züge oder sowas jetzt gerade in dem Moment beispielsweise hast und so, ne? Schatz, aber wie ist dann nach dem Krankenhausaufenthalt jetzt? Wie bin ich da? Habe ich da depressive Züge? Ey, es ist jetzt besser geworden tatsächlich. Also ja, ja. Ich meine, ich gebe Polan recht. Es ist natürlich so, dass man bei dir schon bemerkt hat, wenn du, wo du jetzt noch nicht rausgegangen bist und so, dass gewisse Sachen für dich schon belastend waren. Und dass sie dich halt auch selber eben negativ beeinflusst haben, im Sinne von, dass du dadurch eben, sagen wir mal, ein negatives Denken bekommen hast. Ich finde, Depression ist vielleicht ein bisschen weit gefasst, aber ein sehr negatives Denken stellenweise. Was ich aber glaube, bei vielen psychologischen Erkrankungen jeglicher Art durchaus ein Problem ist. Ich muss aber dazu sagen, die Ärzte heutzutage fällen aber sehr schnell die Diagnose Depression. Kleines Beispiel. Als ich in der Psychosomatik jetzt war, da war der Oberarzt, der hat mich gefühlt einmal die Woche gesehen, wenn er mal nicht zwei Wochen im Urlaub war. Ich war ja fünf Wochen drin und am Anfang war ich total überfordert, hab geheult und so. Und bei dieser Wochenvisite, wo er dann kam, haut der zu mir raus, sie haben Depression. Ich so, wie, ich hab Depression, nur weil ich hier heule? Ich bin überfordert, ich kenne die Leute hier alle nicht. Das ist eine neue Situation für mich. Das hat dann aber auch mein Psychologe so gesehen. Der hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Hattest du nicht die stärksten Depressionen gekriegt, wo du den Essensplan irgendwie gesehen hattest? War da nicht irgendwie was gewesen? Hast du da nicht gesagt, das ist ein depressiver Plan? Da habe ich eher einen Lachkrampf gekriegt, weil die Olle da wollte, dass ich 2000 Kilokalorien zu mir nehme am Tag. Jetzt könnte ich ja mutmaßen, war das nicht eine Maske? War das doch nicht eine Maske, wenn du da einen Lachflash gekriegt hast? Irgendwie wollten die nicht eigentlich ehrlich über die Tränen kommen? Die hat echt, würde man mir nicht glauben, aber die hat echt zu mir gesagt, ich esse zu wenig am Tag. Ja, bei dem Fraß mal, ganz ehrlich. Ja, also. Ja, das war wohl auch ihr Problem, dass meine Frau nicht so viel essen wollte in diesem Krankenhaus, wo das Essen jetzt, sage ich mal, auf einer Skala von 1 bis 10 auch eher eine 0,5 minus war oder so. Minus 10. Doch so gnädig. Minus 0,5 nur, also das ist doch dann doch schon echt gnädig, ey. Manche denken ja, du bist depressiv, wenn man mal nicht lustig ist. Das stimmt allerdings. Ja, das ist richtig. Ja, wobei das natürlich dann auch albern ist, weil nur weil jemand mal vielleicht Depression oder echte Depression sind ja nicht damit zu verwechseln mit, ich habe heute mal einen schlechten Tag oder mir geht's nicht gut oder ich bin vielleicht mal nicht gut gelaunt. Ja. Also da ist schon ein Unterschied. Das ist auch jetzt, wenn ich nehme ja Antidepressiva halt, ne, diese Serotoninhemmer.
Das heißt nicht, dass ich nicht mal anfange zu heulen oder so. Also, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wenn ich gehe ja jeden Tag raus und wenn ich in einer Situation bin, wo ich halt meine Traumata habe, hier zum Beispiel in der Straße steht ein Auto, was genauso aussieht wie mein Vater gefahren hat, ich muss echt mit mir kämpfen, dass ich nicht anfange zu heulen. Ja, das sind dann die plötzlichen Flashbacks, die einen überkommen in dem Moment, ne? Weil irgendwie du hörst was, du siehst was, du riechst irgendwas, in dem Moment ist das wie so ein Blitz im Kopf und du hast eine Erinnerung, an die du erstmal gar nicht, oder mit der du gar nicht gerechnet hast und das schmeißt dich erstmal sofort wieder emotional zurück, ne? Ja, in dem Moment, das ist richtig heftig. Und da bin ich froh, dass ich Atemtechniken und meinen Ball dabei habe, dass ich mich wieder dass ich mich wieder runterholen kann von der von diesem Flash, sag ich jetzt mal. Ja. Ja. Wie ist es denn eigentlich, hat einer von euch eine diagnostizierte Depression? Ja. Okay. Die sind seit damals, ich kann es dir gar nicht sagen, seit, ich glaube 2011 oder 2012, wo ich da nur noch ein Jahr lang auf so einer Zweier-Couch, die habe ich sogar noch im Hintergrund stehen. Ich bin knapp 1,80, habe ein Jahr lang nur noch auf dieser blöden Couch in einem sauengen Raum gelegen gehabt, vor mich hinvegetiert, war nur noch irgendwie so am Computer nebenbei zugegangen, aber auch da keine Motivation wirklich gehabt, irgendwas zu machen. Hm. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nur das Essen noch ins Zimmer reingestellt gekriegt. Das war es dann auch. Ich habe meine Beziehung dadurch verloren. Und es ging eigentlich alles in die Brüche. Mhm. Ich kann mich auch kaum noch an die Zeit so wirklich erinnern, was da alles so in der Zeit war. Das Jahr war einfach dann auf einmal rum gewesen. Ne? Dann irgendwann hat es bei mir Klack in der Birne gemacht. Ein Schalter wurde umgelegt, wo ich sagte, nee, scheiße jetzt. Du hast jetzt schon so viel verloren. Und bevor es jetzt weitergeht, du musst jetzt irgendwie einen Arsch hochkriegen. Und dann habe ich mich darum gekümmert, meine damalige Freundin zurückzugewinnen, ihr dann noch außer Klemme zu helfen. Und das war ein Vorteil gewesen. Sie hatte in dem Moment so große Probleme gehabt, die mich ablenken, weil ich mich in etwas reinknien konnte. Ich war beschäftigt auf einmal nur noch. Ich war nur noch am Rudern gewesen, alles zu klären. Ja. Und das hat mich auch erstmal davon abgehalten, weiter nochmal einen Rückfall zu kriegen von der Depression und hat mich auch gestärkt in der Zeit. Mhm. Meine Lieblingsschwägerin schreibt, ich heul heute noch, wenn ich in die Nähe komme, wo meine Mutter gewohnt hat, weil ihre Mutter ist verstorben. Ich glaube, so würde es mir auch gehen, wenn ich in der Nähe wäre, wo mein Papa gewohnt hatte, also mit mir zusammen. Nee, nur weil man heult, ist man natürlich nicht depressiv, aber das... der Hintergrund, den Tolan da zum Beispiel erwähnt hat gerade, der ist relativ interessant. Ja. Nämlich dieses keinen Antrieb mehr zu haben oder sich selbst total, ja, wie sagt man, runtergehen zu oder runterziehen zu lassen, so würde ich es vielleicht eher nennen. Mhm. Das ist halt typisch für Depressionen. Nicht eben, dass man heult. Das ist eher normal. Es gibt so viele Depressive, die überhaupt nicht heulen können. Ja, richtig. Zum Beispiel, genau, das ist der richtige Punkt. Es gibt ganz viele Depressive, die wirklich überhaupt keine Kraft mehr haben und dann schon so weit sind, dass sie gar nicht mehr heulen können oder gar keine Emotionen mehr zeigen können. Mhm. Und das ist viel, viel schlimmer. Ja, es können sich auch in unkontrollierte Schreikrämpfe auf einmal auswirken, irgendwie, um diesen Druck wieder mal rauszulassen. Die einen weinen, die anderen sind komplett emotionslos, die anderen schreien auf einmal irgendwo. Ne? Ja. Also das kann man da an nicht festmachen, ne? Richtig. Da gibt es ja verschiedene Arten von Depressionen und alles drum und dran. Ja, es gibt ja auch, man unterscheidet ja auch in der Psychologie halt zwischen depressiven Phasen und jemanden, der wirklich direkt unter der Erkrankung Depression, da gibt es irgendwie Abstufungen und Unterscheidungen. Ja. Wie genau das ist, weiß ich jetzt auch. Ich bin halt kein Arzt, aber so in der Art eben. Ja, das ist kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an, auf die Phasen. Also ich zum Beispiel habe mittlerweile zwei, ich sage jetzt mal, Depressionsbeförderungen bekommen. Meine erste Diagnose waren wiederkehrende depressive Episoden. Das zweite waren dann mittelschwere Depressionen. Und jetzt mittlerweile hat man mir gesagt, ich wäre manisch-depressiv. Okay. Also ich wurde jetzt schon zweimal befördert. Mal gucken, wo das noch hingeht. Unsere Lieblingsschwägerin schreibt, leichte, mittelschwere und schwere Depressionen. Ja. Na, da gibt es halt noch sowas wie manisch-depressiv und so eine Dinger, so eine Abzweigung. Ja.
Ja. Ich kann aber auch nicht sagen, was anstrengender ist. Nee, wiederkehrende depressive Episoden ist halt schon schwierig. Ja, jedes Mal, wenn du gerade wieder rausgekommen bist, dann fällst du wieder ins Loch. Das ist halt auch anstrengend. Ja. Ich glaube, fürs Umfeld am anstrengendsten ist die, ich sage jetzt mal, normale Depression in den Abstufungen. Weil das Umfeld ja auch viel mitbekommt. Man selber registriert das erstmal gar nicht so wirklich. Es ist halt alles dunkel und ja. Ich habe damals immer gesagt, für mich sind die Bäume nicht mehr grün. Ich habe es nicht mehr gesehen. Also für mich war alles Ton in Ton und alles Kacke. Ich glaube auch ganz schlimm ist dann immer, wenn von außen jemand kommt und dann auch noch sagt, ja, dann hab ich mal nicht so, ja. So schlimm ist es ja nicht. Geh doch mal ein bisschen raus. Ja, richtig. Oder mach doch mal. Das ist halt, glaube ich, ganz schlimm für Betroffene. Ja, Da halt merkst du als Außenstehender, du hast gar keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Oder man, es ist für Außenstehende halt überhaupt nicht vorstellbar. Richtig. Das ist halt das große Problem dabei, dass sich Außenstehende das halt gar nicht vorstellen können. Also, ja, die sehen einfach nur, man hat sich auf einmal verändert irgendwie und man ändert sich, aber selber will man das auch gar nicht wahrhaben in dem Moment. Richtig, ich bin doch so, wie ich sonst auch mal bin, aber dass man sich tatsächlich wirklich verändert, meistens sieht man das erst ein, wenn wieder die Phase vorbei ist oder sowas. Dann denkt man sich auch, okay, vielleicht war ja doch wirklich was anderes gewesen. Ne? Also vielleicht haben sie tatsächlich recht gehabt. Timmy fragt gerade, habt ihr mal exzessiv Alkohol konsumiert, als ihr Phasen hattet? Nein, da hatte ich... nie so das Bedürfnis nach jetzt mein Kummer in Alkohol zu ertränken oder sonst irgendwas. Ich bin und bleibe Kaffee-Junkie. Heißt nicht, dass ich zwischendurch auch mal irgendwie mal was trinke, aber in seltenen Fällen. Aber ist vielleicht auch ganz gut so, weil ich glaube, wenn du dann noch Alkohol trinkst, glaube nicht, dass das so positiv wäre. Ja, da habe ich ja generell so ein abschreckendes Beispiel. Mein Stiefvater damals, der war schwerer und starker Alkoholiker und seitdem versuche ich das eigentlich auch so gut wie möglich zu meiden. Außer jetzt bei einer lustigen Runde oder sowas und trinke dann auch schon mal was mit. Ne? Und ansonsten, ich habe meinen Kaffee. Ja, meistens ist ja auch so, Alkohol ist halt so, das Ding ist, glaube ich, halt egal, was du hast für Erkrankungen oder Probleme, meistens ist Alkohol keine Lösung, sondern... Egal, ich verschärfe das Problem noch eher. Drogen eben auch, egal welcher Art. Richtig. Wie ist es bei dir, Sabrina? Also über längere Zeit, jetzt wenn ich eine depressive Phase hatte, da ist exzessiv Alkohol getrunken nicht. Ich kann mich an ein paar Abende, Tage, wie auch immer, also tagsüber habe ich grundsätzlich oder trinke ich grundsätzlich keinen Alkohol, wenn dann eher gegen Abend. Wenn ich dann mal was trinke, ich kann mich an so ein paar Abende erinnern, wo ich dann wirklich da saß und mich alleine in meinem Wohnzimmer weggeschossen habe, einfach um irgendwie mal gute Laune zu kriegen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Aber es war nie so, dass ich jetzt irgendwie Tage, Wochen, Monate lang durchgetrunken habe oder so. Ja. Lieblingsschwiegerin sagt, krass finde ich die Nachfragen, was denn los ist und wenn man anfängt zu erzählen, interessiert es nicht. Nee, das ist dann wieder diese Oberflächlichkeit, die ich vorhin auch erwähnt habe. Ja. Das ist genauso wie geht's dir oder ist alles gut bei dir? So dieses typische Smalltalk-Ding. Auch sowas habe ich meistens überhaupt gar keinen Bock mehr. Nee. Ja, es ist ja auch, das Problem ist ja durch diese Oberflächlichkeit, auch zum Teil in unserer Gesellschaft, wollen die meisten Leute ja auch gar nicht die Antwort wirklich wissen. Richtig. Das ist ja das Problem. Die meisten Leute wollen auch gar nicht ehrlich wissen, ob es dir schlecht geht, weil da müssten sie sich ja mit dem Problem befassen. Und das würde ja wesentlich mehr Anstrengung bedeuten, als eben... Richtig. Ach, dir geht's nicht gut? Ja, das ist aber was schade. Ach so, ich muss jetzt los. Tschüss! Ja, oder es gibt so eine Vollpfosten halt, ne, die dann anfangen zu stänkern und du bist leichtes Opfer für Mobbing. Nee, alles gut, Tim. Also die Frage war ja auch berechtigt, weil man hört ja auch viel, dass die meisten ihren Kummer auch mal ertränken oder sowas. So halt auch das typische Bild irgendwo, ne, was viele damit verbinden, halt vor, leider. Das kommt halt auch vor. Das kommt oft vor. Es gibt ganz, ganz viele. Du, wir sind hier eine ganz offene Runde. Wir beantworten soweit halt, wie wir, ne, können. Also keine anderen Fragen so, ne? Ja, also nicht sexuelle. Nein. oder Antworten wie stell dich nicht so an, oh ja, die Sachen kenne ich auch. Oh, so schlimm ist das ja gar nicht. Und
Wenn du dann sagst, so, ja, ich kann es gerade aber auch gar nicht so benennen, warum es so ist. Es gibt ja manchmal nicht mal einen bewussten Auslöser. Manchmal sind es ja wirklich nur so unbewusste Sachen, wo du dann da sitzt und dann bist du in diesem Loch drin und dann sagst du, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Naja, richtig. Habe ich dann auch schon zu hören bekommen. Da habe ich auch so gedacht, ja, wenn es nicht so schlimm sein kann, warum geht's mir denn so scheiße? Erklär mir das. Das ist wieder diese Oberflächlichkeit, mit der ich will gar nicht mich mit dem Thema befassen. Ich will einfach nur nachfragen, um Nettigkeit zu simulieren, würde ich es nennen. Halt, um eben vorzutäuschen, als dass ich Interesse habe, aber in Wirklichkeit will ich gar nicht genau wissen, woran es liegt oder was das Problem ist. Ja. Umso wichtiger ist es dann, dass man weiß, wo man wirklich wahrheitsgemäß antworten kann, wenn die Frage kommt. So, wenn Anni mich zum Beispiel fragt, wie geht's dir, da weiß ich, dass ich mich auskotzen kann, dass ich alles erzählen kann, dass sie das interessiert, dass ich dahin gehen kann zu ihr und sagen, ey, mir geht's so dermaßen beschissen und dann ist das okay. Jetzt, ich kenne auch Leute, so ist der beste Freund von meinem Mann zum Beispiel, wenn der fragt, wie geht's, dann kommt von mir grundsätzlich immer nur ein Gut, weil ich weiß, interessiert's nicht. Und das muss man rausfinden, so wo man hingehen kann und wo nicht. Ja. Und da, wo es halt uninteressant ist für die Leute, da kommt ein, ja, mir geht's gut und dann ist es okay. Und den Druck muss man sich auch selber nehmen. Ich habe aber ganz viel Druck gehabt, um bei jedem zu sagen, ja, mir geht's gut und innerlich bist du zerbrochen ohne Ende, weil du nicht wusstest, wohin. Ja. Wenn du dann die Leute hast, wo du hin kannst, dann ist es schon mal deutlich einfacher, damit umzugehen. Und sie weiß. Erstens, sie weiß, wovon man redet. Ja, genau. Ja, es ist ja auch einfach so, du musst ja in deinem Leben sowieso immer Unterschiede machen, wo halt bei so einer Nachfrage, gerade wenn du so eine Probleme richtig oder Erkrankungen hast, kannst du dich halt öffnen, was du gerade gesagt hast, Sabrina, also wo kannst du halt sagen, ja, okay, dem vertraue ich mich an. Und wo sage ich halt, ja, nee, mir geht's gut, passt schon. Ja, es gibt ja auch diese berühmte Frage, warum ziehst du dich zurück und gleich im Kontext wird dir nicht mehr wichtig oder so. Wenn du dann schon versuchst zu erklären, kann aber auch da passieren, dass das wieder auftritt, ne? Die Leute wollen eigentlich gar nicht den Grund wissen. Irgendwie gerade, außer es ist tatsächlich wirklich eine nahestehende Person, die schon immer Interesse für einen hatte, ne? Dann kannst du denen das erklären, dann haben sie auch Verständnis dafür. Mhm. Aber alle sagen ja dann wieder, ja, du bist so komisch und sowas, warum ziehst du dich zurück, wolltest nichts mehr mit mir zu tun haben und sowas. Und sobald du dann anfängst zu erklären, dann merkst du schon, ist gar kein Interesse da, die wollen einfach dann nur noch mal rumstehen kann irgendwo auch. Ne? Das gibt's auch oder sie verstehen es halt einfach nicht, ne? Die können es nicht nachvollziehen. Ja. Ich habe zum Beispiel bei WhatsApp hier nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den aufgegabelt habe, ich glaube bei Facebook oder so, in irgendeiner Zockergruppe. Mit dem habe ich mal ein bisschen gezockt und dann mich ewig nicht gemeldet und jetzt mittlerweile haben wir dann mal geschrieben, habe ich zu ihm gesagt, ich sage, du, das tut mir echt leid, aber den Kontakt zu Menschen zu halten, ist für mich unfassbar anstrengend. So dieses dran denken, sich melden, mit den Leuten reden und auch mal über Themen reden und so. Da habe ich gesagt, es ist wirklich nicht böse gemeint. Es ist einfach nicht meine Stärke und es ist unfassbar anstrengend. Und für den ist es zum Beispiel voll okay. Wir haben uns noch nie live gesehen. Wir haben mal ein paar Mal über Discord gesprochen, wir haben geschrieben und da für den ist das voll in Ordnung. Das schreibt mir entweder morgens und dann quatschen wir ein bisschen bei WhatsApp oder er schreibt mir über den Tag verteilt immer mal, wenn er weiß, dass ich viel Stress habe, dann meldet er sich nur abends. So, und für ihn ist das voll okay. Er hat gesagt, naja, wenn du dich nicht meldest, dann melde ich mich halt. Hauptsache, wir schreiben. Und ja, so das kann das halt auch gehen. Genau, das sind so die positiven Seiten dann, die dann auch mal passieren können, die aber leider sehr selten sind. Und ja, Schwägerin, das ist das ja. Dadurch, dass die Leute selber gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wie es ist, sind sie wahrscheinlich noch niemals bösartig, so wie sie sind in dem Sinne. Es ist noch niemals ein bösartiger Grund. Vielleicht ist es auch einfach manchmal Angst, sich mit diesem Thema zu befassen. Weil oder dass sie dann keinen sein könnten. Richtig, ist Überforderung bei den meisten. Ja, richtig, genau. Das zu verstehen irgendwie, ne? Weil unser Eins hat ja teilweise schon Probleme, das generell auch in Worte zu fassen, wie man sich eigentlich auch dabei fühlt und sowas. Das ist halt manchmal richtig, richtig schwer, weil man es in der Phase auch gar nicht wirklich so realisiert teilweise. Außer man befasst sich dann selber nochmal mit dem Thema und guckt dann nochmal zurück, was war da eigentlich los. Nur so können wir das teilweise manchmal auch nur begreifen. Ja. Es ist einfach recht komplex alles. Ja, und wie gesagt,
viele fühlen sich damit auch sehr schnell überfordert, weil sie einfach auch gar nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und Unwissen vor allem haben. Ja. Weil ich kann ja, es ist auch schwierig. Also mit einer depressiven Person umzugehen ist teilweise echt schwierig. Weil, also ich kann jetzt so für mich sprechen, ich weiß aber, dass es einigen Personen so geht. Wenn ich meine depressiven Phasen hatte und es kam jemand, der den Kontakt zu mir gesucht hat, weil ich mich eben nicht gemeldet habe, weil ich nicht geantwortet habe, dann ist das endlose Überforderung gewesen. Also selbst das Handy in die Hand nehmen und eine Nachricht lesen war dann halt schon zu viel. Und das wirkt auf Leute, die ein normales Sozialverhalten haben, die keine Depression haben oder so, wirkt immer sehr, sehr abweisend, sehr kalt. Und dass man den Kontakt halt nicht möchte. Ich kann beide Seiten sehr verstehen. Ich fände aber tatsächlich eine Aufklärung für Nicht-Erkrankte sehr sinnvoll. Ja, das ist ja man muss es ja nicht mal irgendwie medizinisch erklären oder so, aber deswegen finde ich das auch so cool, dass die ganzen Promis jetzt damit anfangen und sagen, hier, ich habe Depressionen und hier Kurt Krümmer hat ja auch irgendwie ein Buch geschrieben darüber. Das will ich unbedingt haben, das Buch, weil das möchte ich auch. Soll geil sein, das Buch. Und umso wichtiger finde ich, dass auch so große Personen dazukommen und da was sagen, dass es nicht so, ich sage jetzt mal, die Otto-Normalverbraucher sind, sondern auch die ganzen, hallo Hermine. Hallo Hermine. Servus. Die ganzen anderen Leute auch so. Das ist ein Thema, es gibt so viele Betroffene. Pam ist heute wieder aus dem Urlaub zurück. Aber keiner kann da irgendwie was mit anfangen. Es ist so ein bisschen schwierig. Es gibt so viele Themen, wo so viel unnütze Aufmerksamkeit hingesetzt wird, wo sich wirklich jeder jahrelang drüber unterhält. Aber so eine Sache, so eine Erkrankung, die außerhalb von dem körperlichen, sag ich jetzt mal Krebs und sämtliche Erkrankungen, die das Leben kosten, man muss sich immer vor Augen führen, dass Depressionen Leben kosten. Ja. Generell psychische Erkrankung finde ich, bei bestimmten psychischen Erkrankungen finde ich, ist auch die Gefahr zum Beispiel bei meiner Erkrankung Agoraphobie mit Panikstörung, gibt es auch eine Menge Leute, die sich das Leben deswegen nehmen. Ne? Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Statistiken während der Corona, während des Lockdowns war, alleine an unfassbar Leuten, die psychologisch dadurch suizidal waren, weil eben sie... Situation. Also ich habe mich im Krankenhaus mit meinem Psychologen unterhalten und der meinte, die Zahlen sind ganz schön nach oben gegangen wegen während Corona. Ne? Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Ja, klar. Das ist ja auch folgelogisch. Ja. Das Traurige ist ja, ich habe letztens mit einer Kinder- und Jugendpsychologin gesprochen. Und die sagte mir, die Warteliste sind seit Corona dermaßen voll, dass die gar nicht hinterherkommen, überhaupt irgendwie irgendwen zu behandeln. Ja. Also die sind noch voll mit laufenden Therapien und die kommen da überhaupt nicht hinterher. Und das ist das Erschreckende. Ich meine, Erwachsene können ja mit Depressionen schon nicht wirklich umgehen. Ja. Es ist für Erwachsene wirklich schon schwierig, aber wie muss es dann Kindern damit gehen? Na gut, die gehen jetzt nicht nur wegen Depressionen oder sowas dahin, aber sie hat gesagt, es sind ganz, ganz viele Kinder, teilweise schon im Grundschulalter, die depressiv sind. Und das überlegt ihr mal, ein 6-7 Jahre altes Kind sitzt zu Hause und hat Depressionen. Hallo Fischi! Ja, weil es wahrscheinlich auch, ich meine ganz ehrlich, die Kinder waren ja auch die am Lockdown oder im Lockdown am meisten teilweise gelitten haben. Ja. Um es mal krass auszudrücken. Ne? Ich habe es da bei meiner Tochter gesehen. Die erste Zeit ist sie zur Schule gegangen, dann kam der Lockdown. In der Schule haben sie immer gesagt, Abstand halten, trefft euch in der Freizeit nicht mit Freunden, ihr könnt euch anstecken und bla bla. So, und dann, wenn du dann eben nicht einer von den übervorsichtigen Familien bist, wo du dann sagst, okay, dann geh spielen oder dann mach halt, ne, wenn es kommt, dann kommt, wenn nicht, dann nicht. Die stand komplett alleine da. Also die ist... Auf dem Spielplatz hat die kaum jemanden zum Spielen gefunden, weil alle fremden Kinder immer Abstand gehalten haben voneinander. Die Schule funktionierte vorne und hinten nicht. Das Schulsystem mit dem Online-Kram, das konntest du dermaßen in die Tonne treten. Ja, natürlich, Internet ist in Deutschland ja auch dritte Weltland. Also was Internet betrifft, wissen wir ja. Ja, das Internet an sich, also von der Verbindung her und so war das okay, aber die Art und Weise, also wir haben das über die Schulcloud gemacht, da haben wir alle einen Zugang bekommen und da sind dann die Aufgaben hochgeladen worden. Dann musstest du die runterladen, ausdrucken, dann hast du sie, wenn die fertig waren, eingescannt und wieder hochgeladen und so. Ich meine, das ist für Technikbewanderte jetzt nicht das Problem, aber ich weiß, dass wir welche in der Klasse haben, wo die Eltern damit nicht so sind.
selbst wir haben einen bei uns im Bekanntenkreis, also Roland kennt ihn sogar, Mario, der ist IT, der hat das gelernt, also er macht den Beruf und der hat bis vor einem Jahr in Schulen gearbeitet als IT-Admin. Er hat gesagt, es ist eine Katastrophe, weil der Staat einfach nicht der Meinung ist, dass er Geld ausgeben möchte. Er will einfach kein Geld investieren in die Infrastruktur und das ist halt das Problem, wenn du kein Geld in die IT-Infrastruktur investierst. Ja, wo soll denn das dann herkommen? Ja, ne? Hier guck mal, Pam schreibt zum Beispiel auch, das war ein Scheiß mit dem Online-Unterricht und Lukas sagte auch, gerade in seiner Klasse ist auch jemand, der Depressionen hat. Wir hatten nicht mal Online-Unterricht, witzigerweise. Ja, das ist, hat überhaupt nicht stattgefunden. Wir haben die Nachrichten hochgeladen bekommen mit einem Wochenplan, wann was zu machen ist. Und dann sitzt du zu Hause mit deinem Kind und musst einen kompletten Unterrichtstag an Aufgaben mit dir machen. Na toll. Ja, das ist, weil der Staat immer diesen Verantwortung, bloß weg, weg, ich bin raus. Das geht vielleicht mal eine Woche, das geht vielleicht mal zwei Wochen. Mhm. Aber die Kinder haben irgendwann keinen Bock mehr. Die sitzen zu Hause, meine Tochter, ohne Mist, ich habe sie, bevor ich dann mit der Lehrerin gesprochen habe, habe ich sie hingesetzt, wir haben morgens um 10 angefangen. Mhm. Die war um 18 Uhr immer noch nicht fertig, weil sie einfach keinen Bock mehr hatte. Die hat keine Lust mehr gehabt. Wir haben Schreikrämpfe, Heulkrämpfe, die Schulsachen flogen durch die Gegend und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann zu der Lehrerin gesagt, ich sage, gute Frau, das tut mir echt leid, aber was soll ich machen? Ich kann sie jetzt auch bis ins Nirvana da sitzen lassen und mir hier die Ohren voll heulen lassen, dann hat sie überhaupt keinen Spaß mehr. Und da spürst du, das mache ich nicht mit. Richtig. Immer ein pubertäres Kind dazu Schule zu machen. Ja, bei Pubertären ist das auch noch so eine Sache. Obwohl, es kommt drauf an. Meine Nichte, die macht das total gerne. Ja. Und mein Neffe, der macht Mathe total gerne. Also der steht morgens um 6 schon vor deinem Bett und fragt dich, ob du die Matheaufgaben aufschreibst. Das habe ich ihn auch gefragt, ob er bekloppt ist. Ja, aber es gibt es. Also es kommt drauf an, halt, wie gerne die Kinder halt auch Schule. Ja, aber denk dir mal morgens um 6 ohne Kaffee Matheaufgaben aus. Ja, das ist eine andere Geschichte. Wie soll ich die das machen? Ohne Kaffee geht morgens sowieso gar nichts. Nee, bei mir auch nicht. Ich habe es ihm gesagt, lass mich erstmal Kaffee trinken, 2 Schlucke und dann geht das schon. Da habe ich ihm irgendwas dahin geschrieben. Aber er hatte Spaß. Und dann hast du keinen Drucker und keinen Scanner. Ja, das ist absoluter Bullshit. Allgemein ist hier dieses, was da gemacht wurde mit den Kindern während der Pandemie und allgemein, was da überhaupt vom Staat geleistet wurde, einfach schwach insgesamt. Weil, wie gesagt, sobald es um Verantwortung geht, ist der Staat der Erste, der sagt, ich bin raus. Und das ist irgendwas, was nicht sein kann irgendwo. Die Server waren so überlastet am Anfang. Ja, und alle alleine gelassen. Die Eltern, die Kinder und dadurch hast du dann die Probleme, die du am Ende hast, über die wir uns ja hier schon unterhalten haben eben. Ja. Was hat das Harte, das Krasse ist ja, ich hatte ja das Glück, also was heißt Glück, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet. Also ich war den ganzen Tag zu Hause, ich konnte es machen. Aber das Ding ist ja auch, hätte ich zum Beispiel im Einzelhandel gearbeitet, Lebensmitteleinzelhandel, die waren ja permanent offen. So, wenn man arbeitet auch im Lebensmitteleinzelhandel, wo sollen wir da zwischen den Schichten mit 8-9-Stunden-Schichten noch den ganzen Homeschooling-Scheiß machen? Ja. Wenn du da rauskommst, dann bist du im Arsch. Also mein Mann, der kam teilweise nach Hause, der hat gesagt, ich schmeiß irgendwann eine Bombe da drauf. Und ganz schlimm finde ich die Aussagen, wenn dann so kommt, wie Kinder haben Depressionen, seit wann können denn Kinder Depressionen haben? Ja, natürlich. Und wie die das können. Du kannst in jedem Alter kannst du Depressionen haben, Angsterkrankungen und hast du nicht gesehen haben. Oh, diese Frage immer, ey. Und dann auf Alter beziehen, egal welche Krankheit. Ja. Ne? Hast du mit der Hüfte, ja, sie sind doch gerade mal irgendwie 40 oder so, wie können sie es mit der Hüfte haben? Ja. Habe ich auch meiner Sachbearbeiterin gesagt, ich so, bringen sie so einen Spruch auf, wenn ein Kind mit 7 Jahren schon Krebs hat, ich so, sagen sie auch, du bist 7, du kannst keinen Krebs haben, was soll das denn? Du bist doch ganz ehrlich. Ja, eben. Was bildest du dir ein, warum hast du denn Krebs? Geht gar nicht. Ja, ganz genau. Ja, also manche Leute, da fragt man sich aber auch so ein bisschen, zweifelt man bei manchen Leuten, die denen auch sagen, das ist bei mir auch immer, da komme ich immer an einen Punkt, wo ich sage, ist die Intelligenz wirklich, sind die alle so intelligenzbefreit, die Leute? Ja. Ja. Ja, vielleicht haben die ja eine geheime Liste, die wir nicht kennen, wo dann wirklich alles nach Alter gestaffelt ist, welche Krankheiten und welche Diagnosen man haben kann. Und wir kriegen es aber nur, weil wir es nicht wissen, dass diese Liste existiert. Wüssten wir die Liste, vielleicht ging es uns dann besser. Oder wir hatten den größten Schmeiß jetzt noch. Das ist auch möglich. Richtig, mit jedem Alter kann man Krebs haben, sagt Lukas. Ja, ja, natürlich.
Und das ist es ja. Wie kommen Leute auf die Idee, so eine Fragestellung zu haben? Natürlich kannst du auch in jedem Alter Depressionen haben. Was sind das für Leute, die so eine Aussagen überhaupt treffen? Ja. Genauso wie Pflege. Katze, ich sehe nichts vom Chat. Ich muss da auch ran. Ja, und dann haben die Pfleger ordentlich Applaus gekriegt, ne? Und wenn es dann jetzt wieder normal heißt es wieder, oh, wir haben keine Pflegekräfte, ja, Pech, wir haben kein Geld. Das ist der Staat. Ich bin raus. Ja. Verantwortung ist nicht leider, meine. Leider. Verantwortung ist nicht meine Sache. Ist nicht meine Aufgabe. Das sieht man in so vielen Sachen. Kannst du machen, was du willst. Ja, vor allen Dingen in sozialen Bereichen siehst du es halt. Weil soziale Bereiche sind nun mal für die Gesellschaft zwar wichtig, aber sie kosten halt Geld. Und der Staat hat halt einfach keine Lust, in sowas Geld zu investieren. Weil da müsste er vielleicht einmal weniger irgendwo einen Flughafen bauen oder eine Bahn oder eine Elbphilharmonie, die relativ viel Geld kostet und überhaupt nicht sinnvoll ist. Richtig. Müsste das Geld halt mal an anderer Stelle investieren. Da hat er mal keinen Bock drauf, weil ne, er will lieber Geld in irgendwelche Projekte stecken, die meistens nicht so sinnvoll sind. Richtig. Also wir stellen fest, in jedem Alter kann man das haben. Da gebe ich dir auch recht. Verantwortung kennt der Staat nicht, liebe Lieblingsschwägerin. Und Samuel, das 9-Euro-Ticket war auch so ein Rohrkrepierer. Ja, warum ist warum es Warum eigentlich? Es ist ein Rohrkrepierer. Kopierer. Kopierer. Genau, Rohrkrepierer. Weil, was Tolan vorhin, bevor wir uns hier eingeschaltet haben, schon gesagt hat, weil die Bahn nämlich die Infrastruktur gar nicht bereitstellen kann, die sie dafür bereitstellen müsste, dass man das 9-Euro-Ticket auch für jeden nutzbar machen kann. Weil so sitzt du nämlich in Viehtransportern, weil einfach gar nicht genügend Züge, genügend Lokführer, genügend Infrastruktur da ist dafür. Vor allem würden noch viel mehr Leute dann die Chance haben, die halt auch Hartz-IV-Empfänger und sowas alle, dass sie sich auch mal eine Zugfahrt leisten können zum Beispiel. Naja, können sie ja jetzt mit dem 9-Euro. Ja, deswegen ja. Das ist doch kein Rohrkrepierer. Das Problem ist jetzt, alle Hartz-IV-Empfänger nutzen das natürlich auch mal aus. Sagen, oh, jetzt komme ich auch mal nach Süd oder nach weiß der Geier wohin. Richtig. So, und dann sind die Züge dementsprechend voll. Wenn du dann keine Infrastruktur hast, dann ne, ist ja klar, dann sind die Züge komplett ausgebucht. Ja. Oder fahren gar nicht erst. Bei der Deutschen Bahn ist ja meistens so, sie fahren gar nicht erst. Ja. Weil da heißt es dann ja, uns fehlt 100.000 Lokführer, wir können heute leider gar keinen Zug bereitstellen, tut uns leid. In Duisburg zum Beispiel, schreibt gerade meine Lieblingsschwägerin, fallen viele S-Bahnen im Moment aus, weil der Krankenstand so hoch ist. Richtig, weil die keine Leute haben. Ja, bei uns auch. Busse, Bahnen, es fällt bei uns alles hier auch aus. Ja, weil die keine Leute haben, kein Personal. Ja, richtig. Und in der Pflege habe ich ja selber miterlebt. Ja, da haben sie ja sowieso noch nie Personal. In der Psychosomatik habe ich vorhin schon erzählt, wo noch nicht der Stream war zum Beispiel. Da war der Chefpfleger, also die Stationsleitung, war mehrere Tage alleine gewesen. Da habe ich dann so, ja, ich ihm dann angeboten, Alter, wenn was passiert, dann sag Bescheid, ne, springe ich mit ein. Ja, das ist ja nun nicht Sinn und Zweck der Übung, ne, dass Patienten hier halt, ich so, ja, was willst du machen? Du hast hier keinen bei der Hand, wenn irgendwas ist. Das ist auch unverantwortlich. Ja, aber dann ist ja wieder, das ist ja genau dasselbe, was der Staat dann immer macht. Er setzt da drauf, dass irgendein Freiwilliger sich findet, wie du jetzt, der sagt, ich gleich das aus. So macht er das bei allem. So macht er das ja auch bei wenn es darum geht, wir haben Armut, dann sagt der Staat auch, es gibt ja die Caritas oder es gibt ja die Tafeln. Wendet euch an die Tafeln. So, das ist genau der Punkt. Und irgendwann haben die nämlich auch nichts mehr. Stellen wir ja jetzt gerade fest in der Krise, dass es da auch schon eng wird. Und dann heißt es, ja, jetzt seht mal zu, wie ihr zurechtkommt mit den hohen Preisen und allem. Und, ne? Aber wir sind raus, weil Verantwortung ist nicht unseres. Samuel sagt gerade, was man da im TV von den Bahnsteigen und aus den Zügen gesehen und gehört hat, erinnert schon stark an Viehtransporte. Ja, natürlich, weil die Infrastruktur nicht da ist. Ich muss immer sofort an Indien denken, weißt du, wo die Züge alle von außen nochmal draufspringen und sich da festklammern und so. Oder in China, wo sie noch reingedrückt werden in die Bahn, dass da noch einer reinpasst.
Ja, das ist in Japan. Das ist der japanische Service. Japan, deswegen sind sie aber auch alle so pünktlich, ne? Das sind die Drückerbanden, ne? kannst du dir einen schönen Beitrag auf YouTube angucken? Gibt so eine Sendung Extra 3. Die haben das schön verscheißert mit so einem Lied über die Deutsche Bahn. Da siehst du diese Viehtransporter in Indien auch. Das ist ganz nett. Kannst du dir mal als Video auf YouTube reinziehen. Ja. Da siehst du das auch mit der Deutschen Bahn. Ja, es ist eine Katastrophe, weil einfach keine... Ich habe mal einen getroffen, ich bin früher öfter mit der Deutschen Bahn zu meiner Mutter gefahren nach Delmenhorst. Und ich habe mal im Zug jemanden getroffen, der früher bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR gearbeitet hat. Und der hat mir das mal sehr clever erklärt. Der hat gesagt, früher in Berlin gab es auf jeder Gleisstrecke ungefähr 3-4 Stellwerke. Das heißt, wenn irgendein Zug Verspätung hatte oder sich das angestaut hatte, dann konnten die immer umleiten. Jetzt gibt es für Berlin zum Beispiel 2 elektronische Stellwerke. Wenn irgendwo ein Zug steht, stehen die alle in Reihe hinten an der Ahnung und kommen nicht mehr vorwärts. Das ist mal zum Thema Infrastruktur. Ja. Ja. Und so läuft das, weil man sagt, ja, das muss aber Geld bringen und wir wollten die Bahn an die Börse bringen. Ja, scheiße. Ja, scheiße, Didi. Ja, das stimmt, Lukas. Deutsche Bahn verspätet sich oft. Ja. Und die Bahn ist bis heute nicht an der Börse. So viel mal dazu. Ja. Also auch ist ja ein Staatsunternehmen. Ja, zumindest hält der Staat immer noch die Aktienmehrheit. Ja. Von daher, aber jetzt zu Themenhopping, ne? Wir sind von Depressionen jetzt auf die Deutsche Bahn und 9 Euro zurückgekommen, ne? Also, wer hat jetzt aufgepasst? Ja. Respekt. Mein Psychologe hat zu mir gesagt, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Mein Psychologe hat gesagt, sie brauchen keins. Achso. So Paranormale, bitte. Ja, was wollen wir da jetzt besprechen? Also. Homeschooling Depris bei Kid. Ah ja, da sind wir stehen geblieben, richtig? Ja, das war das Thema vorher. Ja. Meinte Schwiegerin, glaube ich. Richtig. Ja, machen wir danach, haben wir gesagt. Wir sprechen danach über das Paranormale. Lass uns erstmal ein Thema zu Ende bringen. Lass uns erstmal ein Thema abarbeiten. Richtig. Hatten doch jetzt schon 2, oder nicht? Irgendwie sind wir von einem aufs andere gerutscht. Ja, wir sind jetzt gerade voll auf Deutsche Bahn gerutscht. Ja. Sind das die Depressionen? Ja. Ja. Ja, Depressionen, generell psychische Erkrankungen sind einfach nur scheiße. Und man wird nicht ernst genommen von der Gesellschaft, nicht mal von Ärzten wirst du ernst genommen. Ey, ich bin so begeistert von dem Krankenhaus, wo ich war. Also ich kann das wirklich nur empfehlen in der Psychosomatik, obwohl es negative Bewertung hat, weiß ich nicht warum. Also mir haben sie geholfen, man merkt es ja, ich bin ja jeden Tag draußen. Ich bin heute. Kurze Info, das Krankenhaus ist gut, aber nimmt Lieferando-App mit. Ja. Definitiv. Also, wenn ihr keinen Durchfall haben wollt, nehmt euch irgendwelche Apps mit, damit ihr euch Essen bestellen könnt. Hör mal, vielleicht ist das Essen ja gar nicht mal so schlecht, aber bei dir stand noch irgendwie in der Krankenakte durch einen Fehler irgendwie Abführmittel mit beifügen. Oder so. Nein, ich glaube, das größte Problem bei psychologischen Erkrankungen ist halt heute noch in der Gesellschaft, dass eben gesagt wird, viele legen halt immer noch psychologische Erkrankungen generell als Schwäche aus. Sie sehen halt immer noch davon aus, naja, wenn jemand psychische Erkrankungen hat, ist er halt instabil. So nach dem Motto, das ist für unsere Gesellschaft dann eher negativ und deswegen kann man das halt auch negativ werten. So denken halt manche immer noch, leider. Ja, da denken sie aber falsch, weil... Ja, natürlich denken sie falsch, aber es ist halt immer noch eine verbreitete Denkweise, dass das halt ein Zeichen von Schwäche ist. Weil, da sind wir dann wieder bei der Problematik, die wir vorhin schon hatten, psychologische Erkrankungen sind im Prinzip schwerer auch den Leuten, ja, wie soll man sagen, ins Bewusstsein zu rufen, als ein Beinbruch oder ein Armbruch oder so, wo die Leute halt direkt sehen, okay, der hat sich einen Arm gebrochen, der kann seinen Arm nicht mehr einsetzen, ist halt so, wird irgendwann heilen. Bei psychologischen Erkrankungen ist es halt alles sehr viel schwieriger und sehr viel langwieriger. Da hat mal mein Ex so einen Intelligenzsatz rausgehauen. Mit dem Arm oder Beinbruch kann ich was anfangen, aber halt Psyche kann ich nicht sehen. Die Sache ist die, ich bin der Meinung, dass gerade psychisch Kranke auch besonders stark sind. Ja.
weil sie müssen ihr Leben trotzdem meistern und sowas. Die müssen eine Stärke aufbringen. Ja. Das ist unfassbar. Richtig. Ja, mehr Stärke als manch anderer, der sich für stark hält, obwohl das vielleicht auch nicht ist. Ganz sich das genau. Aber vielleicht selber gar nicht eingestehen würde. Weil er ja dann sich eingestehen müsste, dass er vielleicht auch Schwächen hat, wie jeder normale Mensch. Guck ja. mal, Anfang des Jahres ging es mir so beschissen. Sollte jemand zugucken aus dem Krankenhaus oder so, man weiß es ja nicht. Die konnten das ja auch sehen. Da habe ich mich ja auch mit den Therapeuten bzw. mit den Schwestern und so unterhalten. Die meinten, man konnte tunlich zugucken, wie es mir besser ging im Krankenhaus. Und man sieht es ja jetzt auch jeden Tag, ich bin draußen, ich kämpfe zwar teilweise mit mir am Anfang, wenn ich raussehe, das ist immer noch normal bei mir, aber mittlerweile, das sage ich so ja zu meinem Mann, wenn wir draußen sind, ich genieße es mittlerweile, ich möchte richtig raus. Gestern hatte ich einen Drang, zweimal rauszugehen, heute haben wir eine große Runde gemacht, also... Ja, das ist auch das Schöne daran, also man sieht dir das auch an, die Freude kommt zurück. Das muss ich mir jetzt die Tage auch anhören. Wie gesagt, wir hatten ja vorhin noch mal kurz darüber gesprochen gehabt, dass ich ja jetzt die Maßnahmen mal angefangen habe nebenbei, um bis ich auf meine OP, also wo ich auf meine OP warte, auch mal was zu tun habe und sowas. Und diese geregelte Alltag, den ich da jetzt momentan habe, morgens aufstehen, fertig machen, dann dahin gehen, mich um die anderen kümmern. Und ja, teilweise ist das ja auch so eine Art Betreuung, ne, dass ich dann auch mit den Bewerbungen schreibe, Lebensläufe oder auch einfach mal für die Leute da bin und wie gesagt dann auch in der Verwaltung helfe. Ja. Seitdem geht es mir auch besser irgendwo. Ne? Das hat man mir auch sofort angesehen. Sagen, ich hätte eine ganz andere Ausstrahlung, was mir selber persönlich aber auch nicht so bewusst war und ist. Ne? Weil ich meine, meine Hackfresse sehe ich jeden Tag im Spiegel. Das ist das Gleiche, richtig. Wenn du jetzt... zunimmst beispielsweise, dir selber wird sich bewusst oder auch deiner Familie, wenn sie sich zum Beispiel jeden Tag sieht, das auch ehrlich bewusst, ne? Ist dann auf einmal um die Ecke gekommen, in das ein halbes Jahr nicht gesehen, der sagt, komm, du bist richtig schön fett geworden. Hast du den Arsch offen? Ich zum Beispiel selber hab das, ich sehe das doch nicht, dass ich abgenommen habe. Weil, wie du das gerade, Sabrina, man hört dich trotzdem, auch wenn du dein Mikro ausgemacht hast. Dum, dum, dum. Psst. Wir wissen, worum es geht. Ich will dich gar nichts an. Durch deine Kamera kann man euch wahrscheinlich hören. Ey! Das sehe ich Fingerabdrücke auf der Cam. Ganz toll. Pam sagt zum Beispiel, du bist jetzt offener geworden, das sieht man in deinen Augen, du hast keine Angst mehr, so wie es mal war. Also ich habe sie letztes Jahr, ne Pam, da haben wir uns seit 100 Jahren mal wieder gesehen, hat sie mich besucht, die hat zu mir echt gesagt, Alter, ich kenne dich so nicht, was ist mit dir passiert? Ne, du warst total schockt gewesen, als du mich gesehen hattest. Das war da, wo wir noch eine Terrasse hatten. Ja. Ja, ich erinnere mich. Ich bin dran. Ich gehe der Hausverwaltung so was auf den Piss hier. Diese Hausverwaltung ist ja auch in der Presse, nennt sich Adler Group. Ne? Kleider. Ja, da hat man leider auch nur zwei Optionen, den auf den Sieg zu gehen. Die eine ist ein Anwalt, die andere ist eine AK-47. Ansonsten gar nichts. Wir wissen gar nicht, was. Du warst klein Anni wie ein kleines ängstliches Mädchen. Und jetzt bin ich groß Anni, die nicht alle Nadeln an der Tanne hat. Die hat es vorher auch nicht. Hallo. Großfürstin Anni. Was, Großfürstin? Ja. Ja. Bei mir spielt auch jeden Tag die Tetris-Melodie. Egal. Ja, 9 von 10 Stimmen pfeifen sie, ne? Und die 10. tanzt dazu, oder wie war das? Richtig. Ich find's cool zu sehen, welchen Spaß du draußen hast. Ja klar, wenn man Gott zum Beispiel durch den Block jagen kann und nicht nur ewig in der Hütte mit dem Baseballschläger hinterherrennen muss, ne, ist alles anders draußen. Also, ich sammle jetzt übrigens Spenden für eine Hundeleine, damit ich mein Mann
festmachen kann, weil er geht nicht mit mir Gassi, ich gehe mal mit ihm Gassi, weil er läuft nämlich grundsätzlich schneller wie ich und ich komme nicht hinterher und öle wie eine Stutet. Ich habe eine 10 Meter Schleppleine übrig, brauchst du die? Und wenn die nichts bringt, kannst du die nur kombinieren mit einem Erziehungshalsband. Schatzi, das wäre ein neuer Fetisch. Ja. Ihr habt seltsame Hobbys. Zack, und schon sind weniger Zuschauer. Toll. Ja, was kommt davon, wenn man wieder das Thema wechselt? Hä? Die Leine sollte doch für Tutti sein. Nein. Nein, Tutti würde das ja nicht mehr verkraften, wenn die raussehen würde. Also ganz raus. Die kann schlecht gucken. Also die. Ist schon zu alt. Ja, das siehst du bei ihr auch, dass sie schlecht gucken kann. Mein Mann rennt auch, als hätte er Termine. Ja, also ich komme mal manchmal vor wie. Kennt ihr diese alten türkischen Familien, wo der Mann vorläuft und die Frau hat die Waschmaschine? Mm. So komme ich mir manchmal vor. Das kenne ich bei meinem Mann auch. Der ist auch immer 10 Meter voraus. Nee, Tuddel, die kannst du beim Laufen die Schuhe besohlen. Das stimmt. Das war aber schon immer so gewesen. Handherz. Tuddel, die. Mein Bruder. Läuft. Ja. Ja. So. Gut, wollen wir noch irgendwas dazu sagen zu dem Thema? Habt ihr noch Fragen, Chat? Wir haben nur Thema Fragen zum Thema Paranormal. Fangen wir doch mal mit paranormale Depression. Paranormale Depression. Gibt es Geister mit Depression? Haben Geister Depression? Ja, mit Sicherheit. So, Chat, jetzt nochmal ihr, nochmal kurz zum Thema Depression. Nee, Poltergeister, das ist was anderes. Er sagte, dass sie keine Depression haben können. Was ist das ja, weil ich sagte, die einen schreien raus, ne, die anderen heulen, die anderen schweigen. Ja, wäre eine Theorie. Aber ich weiß, worauf man hinaus will, von wegen das Poltergeist-Phänomen. Tulania, ich sag dir, komm her, wir machen eine PU zusammen, also eine paranormale Untersuchung. Ja, ich polter dir dann auch mal auf den Kopf rum, immer, dass du Geister siehst. Ich hab dir gesagt, wir haben hier eine coole Location. Ja. Ich brauche hier keinen Baseballschläger, ich schmeiß mit Gonzo um nicht. Wie so ein Pokémon. Mit mir, bitte. Da überhebst du dich, Domi, das kann ich dir sagen. Ja, überhebst du dich. Aber Sabrina würde das macht nichts, das ist oder? Mir ein Kreuzbruch wert, aber. Naja, wenn hier bei uns endlich mal die Terrasse wieder frei ist oder so, dann kommt da mal Bede, dann machen wir PU. Geht aber leider nicht mit Live-Übertragung, weil ich habe nicht so viel Datenvolumen. Da müssten wir leider Video machen und dann hochladen. Hast du einen Laptop, den du draußen kannst? Der WLAN hat. Gonzo, ich würde es jetzt nicht machen, weil sonst kriegst du nämlich noch irgendwie so ein Gestell aufgeschnallt, dass Anni dann hinten den Laptop bei dir auf den Rücken packen kann und dann unterwegs die Aufnahmen. Weißt du, was das gibt? Das gibt so richtig geile Streaming-Rucksäcke, die sind aber scheiße teuer. Die mit den Powerbanks und alles drum dran, ne? Mhm. Ja. Aber du hast einen Streaming-Laptop auf jeden Fall, den du auf der Terrasse Wenn du die Aufnahme hast, kannst du mir ja nimmer zeigen, Pam. Und Pam, ich werde mit einem N geschrieben. Was? Theoretisch müssten Geister gar kein oder völlig andere Gefühle als wir Lebenden haben. Sie haben ja keinen Körper, der sie mit biochemischen Trieben zu seltsamen Taten drängt. Da ist was dran. Das da stimme ich auch zu. Eigentlich ja, das stimmt. Da hat er vollkommen recht. Wir wissen aber alle nicht, wie sich das ändert, wenn der Körper erstmal abgeworfen ist. Vielleicht kriegt man das ultimative Hochgefühl erstmal. Aber ich bin immer noch der Auffassung, wenn Menschen in der Psychiatrie, es gibt ja verschiedene psychische Erkrankungen. Ich glaube, dass es nicht immer unbedingt nur Erkrankungen sind, wenn sie sagen, sie haben da irgendwelche Phänomene,
weil habe ich ja selber in meinem Arbeitsleben damals erlebt, Phänomene, dass das immer irgendwas mit Krankheiten zu tun hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei einigen, nicht bei allen. Nicht falsch verstehen. You know what I mean? Oh, jetzt ist hier wieder stillschweigend. Jetzt fange ich hochtrabend an zu erzählen, weißt du? Ach, pff. Wir sind einfach fasziniert von deinen Erzählungen. Ich habe gerade nicht zugehört. Ich war irgendwie kurz ja, du hörst ja sowieso in einer anderen Welt. Du hörst ja sowieso in mir nicht zu, Dolan. Ja, du mobbst mich ja nur. Ja, nee, ich habe darauf gewartet, dass Gonzo weiterredet, dass ich das... Gut, hat... Worauf hast du gewartet? Dass du weiterredest, dann kann ich Adi wieder... Achso. Ja, nee. Meine Lieblingsschwägerin schreibt auch 3 Fragezeichen. Ernsthaft? Versteht ihr nicht, was ich meine? Vielleicht gibt es ja Veränderungen, die im Körper die Feinfühligkeit und Empfindlichkeit für paranormale Phänomene erhöht. Ja, da wären wir ja dann eher wieder beim Thema medial. Warum gibt es, also ich weiß zum Beispiel, dass es ganz viele Leute gibt, die also wo die Ärzte halt dann meistens sagen, ja, die haben krasse psychologische Erkrankungen, die dann vielleicht auch mit so einem Thema kommen wie, ja, ich kann, also ich weiß nicht, ihr kennt ja alle den Film wahrscheinlich Sixth Sense oder so ja. Kann tote Menschen sehen. Geiler so in dem, Film. Ja, ist ein guter Film, aber so in der Art, wo die Leute dann halt auch sagen, so, ja, ich kann tote Menschen sehen, und aber die Ärzte sagen halt, ja, das ist halt, der hat einen Schaden oder so. Und ja, man weiß ja nicht, ob es wirklich so ist oder ob es halt genau andersrum ist. Kann ja eigentlich gar keiner beurteilen, außer die Leute selber theoretisch. Ja, oder halt diese Erfahrungen zum Beispiel, die liegen auf dem OP-Tisch und können von oben zugucken. Ja, ja, was das hat man ja dann auch erlebt. Ja, was auch häufig gibt, ja. Zum Beispiel. Da gab es ja auch schon Tests, da hatten sie dann halt bei Leuten dann halt, die eine Operation hatten oder sowas, da haben sie dann oben auf die Lampen dann so Schriftzüge hingemacht, ob das nur, ob die lesen können und sowas alles. Das ist nur merkwürdig, dass sie genau sagen konnten, welcher Arzt operiert hatte, beziehungsweise was sie bei der Operation erzählt haben, was bestritten wird. Mhm. Mir fällt da auch spontan der Film Flatliners ein, wo sie da diese Experimente gemacht haben, ja, wo sie sich selber entwickelt sich tot. Der war damals mit Julia Roberts und ich will jetzt nicht auf den anderen Hauptdarsteller, war ein richtig guter Film. Neuverfilmungen, davon habe ich jetzt noch nicht gesehen, werde ich mir wahrscheinlich auch nicht antun, weil meistens Neuverfilmungen ja ab und zu in Hose gehen. Ja, meistens. Also Neuverfilmungen sind eigentlich in 90% der Filme. Ja, sind auf jeden Fall Medizinstudenten, die sich auch mit dem Leben nach dem Tod auseinandersetzen und sich dann selber in, ja, künstlich halt, ne, in den Tod versetzen und nach einer Zeit dann auch wieder zurückholen. Okay. Nur dann geht das halt weiter, dass sie dann von der anderen Seite noch irgendwas mitbringen und sowas, ne, jeder irgendwas Persönliches, was dann anheftet und so. Also er ist richtig gut. Genau, Kevin Bacon, Dankeschön. Dankeschön. Schreib mir mal nochmal bei WhatsApp, wie der Film heißt, bitte. Ja. Schreibe ich dir eben. Pam sagt zum Beispiel, man kann es auch nicht jedem erzählen, dass man Sachen sieht oder hört. Denn viele denken, man spinnt. Ja, das stimmt. Ja, natürlich, klar. Gerade deswegen werden ja viele Leute, das meinte ich ja vorhin gerade, wo viele Leute dann halt sagen, ja, komm, der hat Schaden und so, weil der sieht irgendwas, was nicht da ist oder hört irgendwas, was nicht da ist. Ja, also ich habe halt schon, ich kann jetzt mal ein bisschen so erzählen, also ich habe halt Dinge erlebt oder sind halt vorgefallen, wo ich halt schon auch an mir gezweifelt habe, ob ich ein Ding an der Marmel habe oder ob es halt tatsächlich real war. Aber für mich muss ich ganz ehrlich bis heute sagen, ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Auf jeden Fall habe ich die Dinge so erlebt. Ob das nun paranormal war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die Dinge, die ich erlebt habe, habe ich so erlebt. Oder ja, das stimmt. Ausgedacht wird auch, ja. Ja, ja, oder eben man wird ausgelacht, genau. Oder das. Richtig. Korrekt. Was denn? Was denn? Was denn? Achso, was du erlebt hast, sollst du erzählen. Boah, okay, also eine Story ist schon sehr, sehr lange her. Da habe ich noch in Mariendorf gewohnt. Da hatte ich mir Essen bestellt gehabt mit meiner damaligen Freundin. Und
Dann wollte ich runtergehen, also die Tür öffnen. Wir hatten da eigentlich so einen Türsummer, der immer die Tür geöffnet hat. Und ja, der ging halt nicht, weil die Tür zugeschlossen war, was schon seltsam war, weil die Tür war eigentlich unten im Treppenhaus immer offen. Und dann war sie halt trotzdem zu, warum auch immer. Da bin ich halt runter, habe die Tür aufgemacht und vorher hatte meine damalige Freundin ihre Kette gesucht oder ihren Anhänger, was genau weiß ich gar nicht mehr. Fragst du doch, sie ist im Chat. Ja, ich weiß, dass sie im Chat ist. Sie kann ja selber denn dazu noch was sagen oder was ergänzen. Auf jeden Fall lag diese Kette dann auf einmal vor der Tür und ja, keiner weiß, wie sie da hingekommen ist, sagen wir mal so. Also das war halt auch so eine Sache, die sehr merkwürdig war für mich. Ja, schon heftig, ja. Habe ich halt auch nie verstanden, wie das passieren konnte. Aber wie gesagt, die Angel of Darkness darf gerne was ergänzen zu der Geschichte, wenn sie sich noch dran erinnern kann. Ist halt schon lange her. Habt ihr beide denn schon was Paranormales erlebt? Außer dich kennenzulernen oder was meinst du jetzt? Ja, einiges. Ja, die Kette lag vor der Tür, warum auch immer, schreibt sie. Ja, das war ja der Punkt, warum auch immer. Habe ja auch nicht verstanden, warum auch immer. Und Samuel sagt, da hat wohl jemand ein paar Weichen gestellt, damit du die Kette findest. Ja, offensichtlich. Habe ich jetzt mal eine Frage an die Angel of Darkness. Und zwar, weißt du noch, was das genau war oder welche Bedeutung die Kette für dich hatte? Weil das weiß ich nicht mehr. Da kannst du dann vielleicht eher was zu sagen. Oder was du mit der Kette verbunden hast. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant. Ja. Ja, dann erzähl mal. Ich denke mal, dass das Jahr dafür da war, dass wir uns schon mal darauf vorbereiten. Ach so, okay. Aber in der Zeit kann ich ja dann schon mal eine Story erzählen. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich da anfangen kann. Wir hatten damals, 2007, glaube ich, war das, hatten wir Besuch gehabt. Wir waren am Grillen gewesen und wir hörten auf einmal unsere Wohnungstür. Und die ging auf und dann auch mit einem Knall wieder zu. Da dachte ich, was ist das denn? Kollege und ich sind aufgestanden vom Balkon, sind reingegangen, geguckt, war nichts. Auf einmal hörten wir wieder diesen Knall und dann hörten wir Schritte, die erst, jetzt muss ich gucken, wir standen im Wohnzimmer, hatten genau auf unseren Flur hingeguckt und da war nochmal so eine offene Tür, also so ein Rahmen, halt ohne, dass da eine Tür drin ist. Und links davon war die Wohnungstür verdeckt und wir hörten Schritte und auf einmal kamen die dann erst von links und dann auf und zu die ganze Zeit. Also uns standen schon die Nackenhaare zu Berge, dann kamen dann auch noch unsere damaligen Freunde dazu, blieben neben uns stehen und hörten auch diese Schritte. Und kurz vorher endeten diese Schritte und war dann nicht mehr zu hören. So, und bis heute keine Ahnung, was da jetzt vorgefallen ist. Vielleicht hatten wir auch alle eine Bratsche oder es kam von oben, aber wenn etwas von oben kommt, hört man das da genauer raus, als wenn etwas direkt auf einen zukommt. Ne, das wäre das Gleiche, als wenn ich jetzt auf dem Holzboden auf Grund zugehe. Man hört, wovon diese Schritte und diese Geräusche kommen. Okay. Und ein Fall... Seitdem war sich das auch, ich sage jetzt einfach mal ganz offen, Geister irgendwie auch verfressen sein können. Wir saßen zu dritt bei uns im Wohnzimmer. Wir waren, also vor mir saß eine Freundin und neben mir. Also wir saßen rein theoretisch in so einem Dreieck. So, und wir waren gerade irgendwie chinesisch am Essen. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte 5 Stücke von dieser Ente gehabt. Und die werden ja immer in diesen komischen Styroporboxen geliefert. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wieso, weshalb, warum. Ich hatte meine Box dann zugemacht gehabt, kurz zur Seite gestellt. Keine 10 oder 30 Sekunden später habe ich dann die Box wieder genommen, mach sie auf einmal waren nur noch 2 Stücke Fleisch drin. Es war direkt neben mich gestellt und wir saßen alle 3 im Raum. Ja. Es war aber auch nichts zu hören gewesen und sowas. Und was ich immer habe, bevor irgendwas anfängt, rieche ich einen ganz komischen, penetranten Parfüm oder Aftershave Geruch. Und dann weiß ich, es geht da schon wieder, irgendwann geht es wieder los, irgendwas passiert dann wieder. Ne? Und diesen Geruch kann ich selber nicht zuordnen. Ich kenne nicht, ich benutze es selber nicht. Auch von meiner Erinnerung her wüsste ich jetzt nicht, den jeweils dann schon mal gerochen zu haben, außer wenn es dann losgeht. Ne?
Bei ihm speziell, ja. Jetzt im Moment. So, das meint sie. Meine Lieblingsschwägerin schreibt, bei mir ist bis jetzt bei jedem Umzug mindestens ein Teil meiner Unterwäsche weggekommen. Entweder Schlüppi oder BH von einem Set, okay? Und weißt du noch, die Tür in Mariendorf ging auch immer auf, obwohl alles war, alles zu war. Und das war auch bei der Küche. Und später stellten wir durch die ganzen Ereignisse fest, dass Schimmel im Anmarsch war bei der Wohnung, wo also ein Zeichen gewesen, dem nachzugehen. Okay. Ja, muss man dazu sagen, die Wohnung existiert übrigens heute noch. Ich bin da letztens erst dran vorbeigefahren. Ja. Aber heute ist da ja ein Wohnhaus dran. Früher war die freistehend, weil da alles Freifläche hinten an der Seite war. Und da hat sich wohl irgendwie durch Feuchtigkeit der Wände eben Schimmel gebildet. Hm. Würde wohl heute nicht mehr passieren, weil das Haus mittlerweile eingemauert, eingebaut ist, weil da auch was Neues gebaut wurde. Okay. Sehr. Aber das von deiner Lieblingsschwägerin finde ich ja auch interessant, dass die Unterwäsche unter dem Wasser passt. Ja, das da mal irgendwas entweder ein BH oder ein Schlüppi ist weg. Ist das so einmal, kann das ja mal vorkommen, irgendwie beim Einpacken, irgendwie oder keine Ahnung was, aber dass das öfters vorkommt, das ist dann echt schon irgendwo, ne? Ja. Kann das nur was immer wieder das Gleiche ist, immer wieder das Gleiche. Ja. Schon das nur von Waschmaschinen, die Socken fressen. Aber das Phänomen kennt wahrscheinlich jeder. Ja, das auf jeden Fall. Aber da habe ich das Gefühl, dass das so ein schwarzes Loch ist, die alle Waschmaschinen miteinander verbinden und irgendwo sammeln sie sich in einem anderen Paralleluniversum die Socken zu einer fetten Party oder so, keine Ahnung. Ja. Die Socken wieder auf. Ja. Oder sie laufen weg, das kann auch sein. Kann natürlich auch sein. Ja, Stresemannstraße war sowieso. Da haben wir ja, das war ja ein Projekt. Das war ja unser Langzeitprojekt. Ja. Da haben wir ja heute noch Auswertungen vorzunehmen, die. Die ich noch nicht fertig habe, ja. Wo noch sehr viel auszuwerten ist. Ich weiß noch einen Teller, ne, wo du da. Ja, stimmt. Also, wir waren. Also, Stresemannstraße, das ist ein sehr altes Haus. Das hat zwei Weltkriege. Der Erste Weltkrieg war ja nicht so in Berlin gewesen, aber war stark umbombt im Zweiten Weltkrieg. So. Da habe ich gewohnt. Das war in Kreuzberg. Richtig. Das war ein Altbau in Kreuzberg, der ist von 1862. Also, sehr, sehr alt. Und da hatten wir wirklich Erlebnisse gehabt, die schon. Nee, ist nicht mehr unser Langzeitprojekt, weil Sven wohnt ja da nicht mehr. Wir haben jetzt, ich arbeite gerade darauf hin, ein anderes großes Projekt zu machen. Aber das kommt noch. Und in dieser, in diesem besagten Haus, was er gerade angedeutet hat, ist zum Beispiel, da ist ein ganz alter Keller gewesen, da konntest du so ja noch mit Phosphorfarbe, war das Phosphorfarbe? Ja, genau, wenn früher, der Keller wurde früher als Luftschutzkeller benutzt. Im Krieg und du konntest die Phosphorfarbe halt an der Wand sehen, wo die Leute die Pfeile gesetzt Richtig. Haben, um den Leuten zu zeigen, wo sie hin sollen. Und die konntest du da teilweise noch sehen. So, und ich habe mir den denn so gedacht, pass auf, das war stark umbombt und so was, alle gewesen. Spiel mal erstmal die Ansprache von Adolf H. ab. Habe ich gemacht. Er hat dann gleich gesagt, mach das leiser, die rufen hier die Polizei und so. Ist aber auch nichts passiert. So, dann habe ich die Kaiserhymne abgespielt und dann hat man auf dem Zellsensor bei uns, wie die mitging im Takt bei der Kaiserhymne. War aber interessant im Keller, muss ich dazu sagen. Also was sie jetzt gerade sagte, sie hatte Angst davor, in den Keller zu gehen. Aber das war sehr, sehr interessant. An dem Keller hatten wir echt am meisten Ja. Hatte. Also da hat das wirklich stark reagiert. Ja. Das muss ich auch sagen. Von daher war der Keller echt interessant. Ja, nicht nur der Keller, es war auch über der im Treppenhaus da oben. Ja. Ja, stimmt, an der Tür da, was Sven da auch erzählt hat. Ja, ich habe lange keine Auswertung mehr gemacht. Ich sollte das jetzt mal ganz neutral denn machen, diese Auswertung von der Stresemannstraße, fällt mir gerade ein, weil da kann ich mich teilweise, war ich ja nicht dabei, zum Beispiel im Hausflur. Ja, das war jetzt Teil der letzten PO, da warst du auch nicht dabei. Ich möchte mich nochmal bei Neguel Samuel Seller bedanken, dass er mir gerade das Waschmaschinenphänomen erklärt hat. An dieser Stelle.
Fressensocken, die rutschen dann zwischen Trommel und Tür hindurch und werden langsam zerrieben. Toplader, Waschmaschinen machen sowas nicht, okay. Ja, das hat Mario aber, glaube ich, auch mal erzählt. Der hatte nämlich früher auch einen Toplader und da ist ihm das auch nicht passiert. Jetzt hat er keinen mehr, da ist ihm das auch spannend passiert. Okay. Also muss wohl tatsächlich was damit zu tun haben. Pam sagt, ich war bei einer Freundin mit einem Kumpel und wir saßen verteilt im Zimmer und ich und meine Freundin spürten, dass was passiert und ich guckte zur Tür, diese ging auf, ohne dass die Klinke runtergeht, ein Luftzug ging an mir vorbei und auf dem einmal kam ich und ein Kumpel einen Schlag in den Nacken, das tat sehr weh. Okay. Inwiefern? Das ist auch schon heftig. Muss ich mir, ist das ein altes Gebäude gewesen, sag ich jetzt mal, oder war das ein Neubau? Das wäre auch interessant zu wissen. Aber stimmt schon, Keller und Dachböden werden allgemein natürlich als gruselige Orte empfunden, weil Keller und Dachböden meistens halt erstens dunkel sind und zweitens eben nicht so oft besucht werden. Für gewöhnlich. Richtig. Ja, da müsste man mal gucken, was da Waldstadt in Potsdam gewesen ist, weil das ist alles Altbau da in Potsdam-Waldstadt. Plattenbau. Plattenbau, okay. Da müsste man mal gucken, was da vorher so war, was das sein könnte vielleicht. Ich guck mal nach. Schreib mir mal bitte bei WhatsApp, Pam, dass ich das nicht vergesse. Aber ja, es gab noch ein Phänomen mit der alten Frau auf dem Deutsch-Französischen, was ich bis heute nicht ganz gerafft habe. Was für ein Phänomen? Das war das mit der Wahrsagerin. Das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, wo wir da auf dem Fest waren. Hat eine Wahrsagerin mich angesprochen und hat irgendwie gesagt, ich muss Ihnen aus der Hand lesen, ich muss Ihnen was sagen, irgendwie so. Da habe ich aber damals nur abgewiegelt und habe gesagt, nee, lass mal. Und dann hatte ich mich noch kurz umgedreht gehabt, da war die aber schon weg. Also war nicht mehr zu sehen halt. Und es war relativ kurz danach. Keine Ahnung. Meine Freundin ist ein Medium, wurde ihr mitgeteilt. Bei ihr war öfter was los, okay? Sabrina, hast du noch eine schöne Geschichte? Richtig, die du hier mitteilen weil möchtest? Du gehst und so. Ich beobachte dich ja. Wir haben uns ja eigentlich mal durch einen paranormalen Chat kennengelernt. Wir waren ja weder Admins, die wir. Es geht ja darum, ob sie was erlebt hat. Das hat mich tatsächlich damals in die Gruppe reingeführt, wo ich Anni kennengelernt habe. Ich bin damals in meine erste eigene Wohnung gezogen mit meiner Tochter. Es war ein Plattenbau, 9. Stock. Über mir war halt typisch Plattenbau und Flachdach. Ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich von oben immer so ein komisches Geräusch gehört habe. So als wenn so ein Holzstuhl oder sowas umfällt. So dieses Poltern. Mhm. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ist ein Haus, das arbeitet, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es ist halt in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder dasselbe Geräusch gewesen. Und dann bin ich in die Gruppe rein und hab das geschrieben, beziehungsweise mal nachgefragt und dann kam halt unser Star-Medium kam dann und hatte dann mir erzählt, dass das irgendwie, keine Ahnung, irgendein... Mit I fing die an, ja, genau. Ja, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dass das irgendwie so ein älterer Mann ist, der sich da irgendwie in einem alten Gebäude, das vorher da stand, erhangen hat, weiß nicht, keine Ahnung, ich krieg das nicht mehr zusammen. Hat die dir das wirklich gesagt? Ja. Aber das Lustige ist, die Geräusche haben sich verändert mit der Zeit. Manchmal klang das so, als wenn du eine Murmel über den Holzboden rollen lässt. Dann irgendwann hatte ich das lustige Phänomen, egal wo ich in meiner Wohnung war, mir sind Schritte über mir gefolgt. Okay. Das fand ich dann ziemlich gruselig. Ich bin teilweise durch die Wohnung gerannt, einfach nur mal, um zu gucken, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das einbilde. Ich bin vom Wohnzimmer in die Küche, ins Kinderzimmer, ins Bad, immer so hin und her. Und es ist mir überall hin gefolgt. Ich habe so Schiss gehabt, ehrlich.
Okay, aber nur über dir, ja? Ja, nur über mir. Ich habe auch in der Wohnung nicht großartig was gehabt. Da würde ich fast auf Kinder tippen, die spielen. Warte nochmal. Also ich meine, wenn sie gerade so als Titten murmeln und vor allem Stühle hinterherlaufen und so, das klingt für mich, als wenn Kinder spielen. Ja, muss nicht unbedingt sein. Die können auch Zeichen setzen, indem sie zum Beispiel was materialisieren, mein Gott, schweres Wort, zum Beispiel indem sie Murmeln werfen oder sowas. Ja, dieses Phänomen gibt es übrigens wirklich. Das ist keine Spinne von mir. Nee, ich meinte ja auch, es könnten ja auch, das klingt für mich halt so, als wenn sie Geisterkinder oder sowas meinen. Sowas, was wir in der Strese bei der ENPU hatten. Ja, genau das meinte ich. Ja. Das Lustige war, es war halt alles immer nur über mir. Also in der Wohnung war nie irgendwas. Es ist nur über mir auf dem Dachdach, beziehungsweise dieser Zwischenraum, der da irgendwie ist gewesen. Ist denn irgendwie was bekannt gewesen, dass da bei dir da in dem alten, ist das ein altes Haus gewesen oder ist das so auch so Plattenbau gewesen? Plattenbau. Plattenbau, ganz klar. Ist da irgendwie was irgendwie bekannt, dass da irgendwie Morde oder Tode generell? Ich habe nichts rausgefunden. Ich habe gegoogelt ohne Ende. Ich habe darüber nichts rausgefunden. Hattet ihr in Plattenbauten früher? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich habe zwar selber mal in einem gewohnt, aber ich habe keine Ahnung mehr. Gibt es da überhaupt so einen richtigen Dachboden, der begehbar ist? Nein. Nee, eigentlich nicht. Du hast die Zimmerdecke, darüber ist ein, ich glaube, ein Hohlraum und dann kommt halt das Dach. Ja, genau so war das. Ja, genau so der Hohlraum, der ist nicht sonderlich hoch, der ist vielleicht 30 Zentimeter oder sowas. Ja, da kannst du als normaler Mensch gar nicht hin, nämlich. Das ist nämlich der Punkt. Und ja. Über diesen Ort, wo das Haus steht, hast du auch nichts gefunden oder so, ne? Nee, gar nichts. Okay. Gar nichts. Das ist ja das, was mich so gewundert hat. Ich hatte ja auch angefangen zu googeln, um irgendwie was rauszufinden. Und ja, so an sich war das eigentlich auch alles ganz friedlich. Das Geklopfe, also was heißt, dieses Gepolter und dieses Hinterherlaufen ist mir so ein bisschen auf den Sack gegangen. Aber sonst war eigentlich alles cool. Außer, dass ich damals mit meiner besten Freundin dann mal in den Keller gegangen bin, weil ich was holen musste. Ja. Und das ist halt so ein... Also wir haben nicht ein Plattenbauhaus gehabt, sondern da waren ganz viele aneinandergereiht und die waren durch den Keller verbunden. Ja, kenn ich. Und zwischendurch halt immer diese Feuerschutztüren und so und die waren aber grundsätzlich offen. Du konntest von vorne nach ganz hinten durchgucken und das war schon enorm gruselig. Ich habe diesen Keller gehasst. Sobald du da runtergegangen bist, hast du das Gefühl gehabt, du wurdest beobachtet. Ja, das hatten wir auch im Märkischen Viertel. Dann standen wir da unten, haben was gesucht. Meine beste Freundin dreht sich um und sagt so, was war das? Keine Ahnung, ich habe nichts gesehen, nichts gehört, kein gar nichts. Dann sind wir nochmal in die Waschküche, also in diesen Waschküchenabschnitt gegangen. Auf einmal hören wir was knurren, wie so ein Hund. Okay. Das klingt schon gruselig. Ja. Ich stand dann da und habe dann gesagt, okay, und wir machen jetzt ganz schnell hier raus, aber so richtig schnell. Da wäre ich auch, glaube ich, ganz schnell. Verständlich. Ja, kurz vor der Tür, also wir haben die Tür schon gesehen, so, ne? Das ist, die sind nicht panisch rausgerannt, aber wir sind halt relativ schnell gegangen, weil auch irgendwann nach einer gewissen Zeit das Licht wieder ausgeht und im Dunkeln wollte ich, weiß Gott, nicht da stehen, wenn mich irgendwas von der Seite anknurrt. Verständlich. Wir haben die Tür gesehen und auf einmal huschte so im Augenwinkel irgendwas Schwarzes Richtung Tür. Ich habe so gedacht, so, nein. Ich will doch nur durch diese Scheißtür raus. Okay. Seitdem bin ich auch nie wieder in diesen Keller reingegangen. Also das war richtig ekelhaft. Aber die Tür ist nicht zugeknallt oder so. Nein, die war grundsätzlich zu. Also die ist immer von selbst ins Schloss gefallen. Mein erster Gedanke war dann wirklich nur so, scheiße, ich will hier raus. Ja. Und hab dann gedacht, ich krieg die Tür nicht mehr auf. Okay. Aber die Tür ging dann doch auf. Aber das musste ich echt nicht nochmal haben. Also das war nicht schön. Stehst da im Keller auf einmal... knurrt dich da irgendwas von der Seite an. Das würde ich mal so sagen, das ist schon Stoff für einen Horrorfilm. Ja, aber sowas von, das ist mein Schatten, den ich öfters mal sehe, irgendwie, ja, ich doch Kinderkram gegen den, der knurrt wenigstens nicht, der frisst nur. Ich soll zwar immer genug Essen im Haus haben, aber so. Ja, eben. Okay. Ich bin ja gastfreundschaftlich, ich versorge meine Leute immer sehr gerne. Also warum dann nicht auch einen von den Schattenleuten? Ja. Kann er gerne essen. Ja. Zwei Sachen habe ich noch, aber meine Tochter ist gerade im Bad und die hört mir zu. Ja, ist scheiße. In der Deswegen Bad die Tochter aus dem Bad raus. Soll die Anni mal aus ihrem Berufsleben erzählen? Ja, mach mal in der Zeit. Gut. Da kann Pam bestimmt auch noch was erzählen, weil die arbeitet ja auch.
Pam, wir haben aber beide zusammen, haben wir aber. Doch, klar, wir haben so ja eine Menge erlebt. Pam, kannst du dich noch dran erinnern, als wir noch in der Ausbildung waren, auf Hermannswerder, Potsdam, wo wir immer an der Kirche vorbeigegangen sind? Pam, du brauchst unbedingt Discord, dass man dich dazufügen kann. Da könntest du nämlich auch erzählen. Also grundsätzlich, Pam und Icke, wir sind ja wie Latsch und Bommel zur Ausbildung gewesen. Wir sind morgens immer zusammen hin zur Ausbildung. Und wir mussten immer an so einer ganz alten Kirche vorbei. Was haben wir da gesehen? Alten Mönchen, ne? Da waren ja keine Mönche, das ist das Lustige. Ich warte nur auf die Antwort. Pam? 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 Das weiß ich nicht mehr. Toll, danke. Nein, irgendwie, das muss ein Mönch oder so. Also das ging richtig ab auf dieser Insel. Oder ein anderes Beispiel war gewesen, Pam war bei mir, Lenin? Mit der Nonne. Oh ja. Das kannst du mal reinschreiben in den Chat für die Leute. Wir hatten eine Exkursion, Kloster Lenin bei Potsdam. So, und das ganz alte Klostergelände und so. Und ist sie uns entgegengekommen? Ist sie an uns vorbeigelaufen, die Nonne? War das nicht irgendwie so? Die sah richtig gruselig aus. Das war richtig spooky, das stimmt. Ich glaube, die ist an uns vorbeigelaufen. Ne? Nein, wir waren mit der Klasse. Wir waren mit der Klasse. Ja, eine Exkursion mit der Klasse waren wir da. Ah. In der Ausbildung. Und die Nonne erzählte vom Tod. Toll. Da wäre ich auch sehr gerne dabei gewesen und wäre auch sehr schnell wieder weg gewesen. Mhm. Definitiv. Aber sehr, sehr schnell. Und Leben nach dem Tod. Ganz, ganz schnell. Ich meine, mit normalen Menschen kann ich mich darüber unterhalten, aber wenn das dann anfängt, mir eine Nonne sowas zu erzählen, da ist bei mir dann vorbei. Ja, das will ich auch gar nicht. Ja, sagen. Ich sag nur, ne, von Conjuring und so. Ja, auch hör auf. Och, Tulania, danke. Was, das war Hexe aus Versehen, die war die ganze Zeit hier auf der Tastatur. Hat mich zwei Monate abonniert, ach, Tulania, ja, Handherz. Hexe, soll dir Danke sagen. Ja, das war wirklich spooky mit der Nonne. Die hatte wirklich von Tod und Leben nach dem Tod gesprochen und die hat uns beide, Pam und mich, immer angeguckt. Das war gruselig gewesen. Die sah auch spooky aus, also, ne? Wie so eine Nonne halt aussieht. Die sagte wirklich zu uns, dass wir anders sind. Und Pam und ich wussten nicht, was die meinte. Ich glaube, sie hat irgendwie schon zu dem Zeitpunkt, weil dann, zu der Zeit habe ich mich nicht so intensiv damit beschäftigt, mit dem Paranormalen. Weil, ne, Ausbildung und so, hast ja andere Sachen im Kopf. Und irgendwie muss sie das ja geahnt haben, dass wir mit dem Paranormalen zu tun haben später. Ja. Dass wir Dinge sehen und spüren, sagte sie ja. Deswegen, ich bin nicht so wie andere Star-Medien. Und baue mir meine Hierarchie bei Facebook auf. Was, wie? Du sagst nicht, der Keks? Nee, der Keks schmeckt morgen nicht mehr, Alter. Die PU, das ehrlich, das muss ich euch erzählen. Wir machen in der besagten Straße eine PU. Ja. Die besagte Star-Mediumse, die Sabrina ja auch kennt. Durch die haben wir uns ja kennengelernt. Wir waren eine PU, haben da schöne Ergebnisse, machen gerade eine Pause.
Mein Schwager war dabei mit seiner Freundin. Da sagt sie so zu meinem Schwager: Habt ihr Kekse? Alle guckt sich an. Mein Schwager sagt: Ja. Ja, hol mal einen Keks. Die Freundin steht auf, geht in die Küche, holt einen Keks. Und in dem Flur da sind dann die Phänomene passiert. Und da war dann auch Regal und hast du nicht gesehen? Ja, leg das mal da so rauf auf das Regal und morgen, wenn es nicht mehr schmeckt, dann waren da Geisterkinder dran. Ne? Marc und ich guckten uns an, wir mussten grinsen. Sein Bruder grinste immer mehr. Ich musste nicht grinsen, ich musste lachen. Oder lachen, ja, ich musste nur grinsen, ich musste mich umdrehen. Ich wollte eigentlich raus da, weil ich sonst angefangen hätte zu lachen, also richtig schallend angefangen zu lachen. Weil logisch, wenn ein Tag lang ein Keks irgendwo liegt, dann schmeckt der am nächsten Tag nicht mehr. Die wollte uns echt erzählen, wenn der morgen nicht mehr schmeckt, haben da dran Geisterkinder gegessen. Das habe ich die ja Kekse gesagt. Können man nicht schmecken? Ja. Also wenn ihr euch Kekse kauft und die schmecken am nächsten Tag nicht mehr, dann haben da Geisterkinder dran gegessen. Also die Geisterkinder wieder bei Lidl eingebrochen. Also sollst du nicht mal klauen bei Lidl. So, Ja, stimmt. Nur die Nonne hat es wirklich nur zu Pam und zu mir gesagt, dass wir halt diese Fähigkeit haben. Diese Nonnen sind ja eine Sache, ne? Aber wenn die mit sowas anfangen, dann bin ich ganz schnell weg. Dann bin ich raus. Ganz genau, Samuel, ganz genau. Und das Lustige an der Sache, natürlich sind die Geister daran schuld, dass Brot hart wird und Kekse war. Ja, stimmt. Jetzt weißt du mal. Das ist ja Bread hart, ne? Bread hart. Schatz, jetzt weißt du, warum bei uns das Brot immer hart wird. Ja. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowieso so ein Typ. Also für mich ist halt so, gerade sowas alles Mediales, da bin ich so ein bisschen, wo ich sage. Das ist jetzt, wenn man so ermittelt, finde ich immer schwierig, weil du wirst letztendlich nie irgendjemanden mit so medialen Sachen überzeugen können, weil da kannst du halt immer sagen, wow. Das ist halt dieses Schema wie bei Sixth Sense, ich kann tote Menschen sehen, der andere kann es nicht. Ist halt schwierig, ob er das kann oder ob er das nicht kann. Du bist ja nett. Verschenkst dir Abos, ja? Hexe, jetzt hör mal auf, ey. Ja, da bin ich auch in der Hinsicht ein bisschen vorsichtig. Wartet, ne, Pam, wir wissen, wovon wir beide reden. Da schalte ich es zum Beispiel aus. Ich versuche es auszublenden. Wenn es durchkommt, dann halte ich aber meine Klappe, weil mein Mann weiß, dass ich es kann. Und er sagt auch immer vorher, nee, nicht machen. Ja, will ich nicht wissen, sage ich vorhin. Richtig. Weil das Ding ist halt so, selbst wenn sie es kann, so, da habe ich ja gerade gesagt, so, bringt mir ja nichts, weil ich kann es nicht, kann keine toten Menschen sehen. Ich kann Obermenschen sehen. Ja, da ja, besonders in dem Bereich Paranormalen sehr viele, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin sehr erschrocken darüber, wenn man so interessante Gespräche hat. Mein Mann, ja, manchmal muss man das echt selber miterleben, um daran dann zu glauben, ne? Mhm. Naja, ich sag mal so, es kann schon sein, dass manche das können. Habe ich ja auch nie abgestritten. Aber das Problem für mich ist halt, ich kann das nicht nachempfinden, wenn man es selber nicht kann. So. Das heißt, für Dritte ist es halt unmöglich nachvollziehbar. So. Eine Sache quasi zu vergleichen wie mit Depressionen. Hast du es selber nicht, ist es schwer zu greifen und zu begreifen. Richtig. Wo ist das Paranormale? Richtig, genauso sieht's aus. Ist vergleichbar. Ein Beispiel kann ich euch mal erzählen, das hat Marc und ich zum Beispiel erlebt. Ihr habt, ich habe ja meinen Papa gepflegt, und der war ja bei der Dialyse gewesen. Und abends dann, wenn er von der Dialyse gekommen ist, habe ich ihn immer, weil wir haben in einem Reihenhaushalt gewohnt und da musstest du, um in jedes Zimmer zu kommen, Treppen laufen. So, mein Vater ist schon am Rollator gelaufen. So, Marc ist vorgelaufen, hat den Rollator hochgebracht. Ich habe meinen Vater geschnappt und bin mit ihm zusammen hochgelaufen, die Treppe. So, und auf der Treppe, Treppenabsatz, wo halt sein Zimmer war, da hat der Rollator an der Treppe gestanden, dass er nur noch zugreifen musste und dann hat weitergelaufen.
So, mein Vater ist vom Eingang hoch. Da war der erste Absatz gewesen, wo Küche, Bad war und wo man halt seine Jacken hinhängen konnte, also Garderobe. Und in dem Moment, wo ich mich mit meinem Vater beschäftige, sehe ich nur aus dem Augen, also ich habe eigentlich genau hingeguckt, nicht aus dem Augenwinkel, ich habe hingeguckt und Marc guckte hin, hebte sich der Rollator an und fiel runter. Wir Und gucken. man muss dazu sagen, aber die Bremsen waren angezogen. Die Bremsen waren angezogen, damit er nicht wegrollen konnte. Also es war nicht die Fähigkeit oder das Phänomen, dass er jetzt hätte, das habe ich ja erst gedacht. Ich dachte ja erst, ja okay, war die Bremse nicht angezogen. Aber ich habe den halt wieder hochgehoben und habe halt gesehen, nee, die Bremsen waren angezogen. Wo ich den dann wieder hingestellt habe, hast du auch gemerkt, der bewegt sich nicht. Hallo Jessi! Also der kann Hey, eigentlich nicht weggerollt. Hallo Jessi, der kann eigentlich nicht weggerollt sein. Richtig, weil er war fest, der hat oben gestanden. Marc hat darauf geachtet, dass der da steht, dass mein Papa nur zugreifen brauchte, dass er die Bremsen löst und dann hätte er weiterlaufen können. Echtes Ding, wir haben uns Bäder angeguckt, wir haben danach gefragt, hast du das jetzt auch gerade gesehen? Ich so, ja, ich hab's auch gesehen. Der hat sich echt angehoben und ist rückwärts runtergeflogen. Selbst mein Vater, der an sowas nicht geglaubt hat, hatte die sehen. Wie geht's dir, Jessie? Hoffe gut. Es gibt leider viele, die es vorgeben zu können und können es nicht, aber aus Total schade. meinen Erfahrungen weiß ich, dass alles, was ich bei der PUGB, also Paranormale Untersuchungsgruppe Berlin, erlebt habe, wahrheitsgemäß war. Ich habe auch keinen Grund zu fälschen oder zu lügen oder sonstiges, weil von Untersuchungen kann ich gleich sagen, nehmen wir mal ein Beispiel, du hast 100 Untersuchungen. Hast du vielleicht eine Untersuchung, wo was Paranormales dabei sein kann? Ja, als Oder wo du dir das Beispiel, nicht erklären kannst? du kannst auch Leute haben, die ganz schwierig sind als Kunden. Also, wir hatten da auch mal so Kunden in Spandau, die waren zum Beispiel schon sehr problematisch, um es mal Ja, vorsichtig auszudrücken. ist noch nett. Und das ist jetzt noch nett umschrieben, weil wir hier bei Twitch sind und ich gewisse Worte nicht sagen darf. Ne? Da sagt er Warte mal einfach. eben. Du redest jetzt und ich zensiere. Piep. Das war halt eine sehr komische Familie, die untereinander auch sehr komisch miteinander umgegangen ist, sage ich jetzt mal. Um War es das? vorsichtig auszudrücken. Ich sag nur Inzest. Ach so, er hätte es ja auch sagen können. Na, einfach nur Inzest ist das Ach so, Wort. ja, okay, wenn das kein Problem ist. Ja, dann ja. Und da haben wir uns dann Inzest, auch das Familienspiel für jedermann. Ja, aber uns dann auch sehr schnell verabschiedet, weil wir uns gesagt haben, die haben wohl irgendwie in der Nacht, auch weil sie komische Sachen gehört haben, gleich die Feuerwehr hinzugerufen und die Nee, Polizei. nee, nee, nee. Die hatten die Feuerwehr gerufen, weil die Mutter war herzkrank gewesen. Ja, nee, so war es Und da haben nicht. sie die Feuerwehr gerufen und die musste auch mit ins Krankenhaus genommen werden. Und da sagte die Tochter dann zur Feuerwehr, im Übrigen, wir haben hier auch Geister und das hat die mir brühwarm alles erzählt. Und meine Antwort war dann darauf gewesen, es ist ein Wunder, dass sie nicht mit euch mitgenommen haben, mit der Hab mich lieb, Jacke, ganz ehrlich, so wie die mir das erzählt hat. Weil die damit jetzt so offen waren, irgendwie, dass man das so erzählt, Ja, ja, ja. genau. Und dann halt neben unserer Gruppe hat sie sich dann noch an eine andere Gruppe gewandt mit einem Das Star. ist Wie nennt sie Medium. sich? Naja, sie ist auch so ein Star-Medium und kann Reiki-Meisterin. Ja, ich kann Heilmar, oh, aber egal. Das will ich testen. Und kann Phasmophobia spielen. Das will er nicht Das testen. bezweifle ich. Du kannst gut in der Tür stehen. Hab das schon so lange nicht mehr gespielt. Ich kann es definitiv nicht mehr, glaube ich. Ja, richtig. Die wollten einfach nur Fame haben, weil es hat mit der Presse zusammengearbeitet und uns hast du ja noch nie in der Presse irgendwo gesehen. Ja, und da haben sie sich dann halt gedacht, ja gut, wenden wir uns an die. Die haben uns aber nie Bescheid gegeben. Da habe ich das dann rausgefunden, habe mich versucht, an die zu wenden hier aus Berlin. Die ist so abgehoben, dass sie halt nicht antwortet und so. Und nett gesagt, und ich habe die damit konfrontiert, also die Klienten. Und die Klienten meinten dann nur zu mir, ja, nee, haben wir nicht. Alter, da gibt es ein Video von.
Ja, das stimmt. Die hatten sehr viel Angst, die Kinder. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich mache Yoga. Ja, fand ich auch geil. Von Dani. Ja, Tobe, lass mal Yoga. Ja, ich mache Meister-Joghurt. Dann besorgt ihr euch eben einen Jedi-Meister. Ja. Und vor allem Angst gehabt. Ja, die Mädels hatten wirklich sehr Angst gehabt. Vor allem, ich habe mir da noch Mühe gegeben, weil, ne, wir haben ja da ein bisschen was rausgefunden gehabt und dann habe ich mir echt da Mühe gemacht und verschiedene, ja. Ich glaube, am krassesten war das in dem Kinderzimmer, ne? Ja. Ja, also ich kann es ja sagen, das war ein jüdisches Mädchen, was sich gemeldet hat halt, was mit dem Kopfschuss. Ne? Und ich wollte mich halt an die jüdische Gemeinde in Berlin, habe ich mich dann gewandt, die haben sich dann natürlich... ne, die halten sich da eher bedeckt und so und wollten nicht und so mit den Informationen, die wir hatten und ja, konnte ich leider nicht mehr dran arbeiten, weil wir haben dann auch gesagt, dass wir kein Interesse mehr haben, weiterhin mit denen da irgendwas, ne, untersuchungstechnisch zu machen. Ja. Also es gibt auch sehr traurige Geschichten. Richtig. Ich habe zum Beispiel auch gesagt vor der Untersuchung, dass eigentlich die schwangere Tochter, die da war, eigentlich nicht dabei sein sollte bei der Untersuchung. Aber man hat nicht auf mich gehört. Ja, wir wussten ja auch nicht. Deswegen machen wir ungern eigentlich Privat-PUs. So nennt man das, wenn man bei jemandem zu Hause eine Untersuchung macht. Wir wollen uns lieber darauf... jetzt, nachdem mir das ja immer besser geht, lieber geschichtsträchtige Orte untersuchen. Weil wir haben wirklich nur schlechte Erfahrungen mit Privat-PUs. Wenn denn, vielleicht bei Freunden machen wir es vielleicht noch oder Menschen, die wir wirklich kennen. Aber ansonsten bei fremden Personen machen wir das nicht mehr. Ingemannstraße, um das auch mal kurz zu erklären, ist generell wahrscheinlich abgeschlossen, weil das Haus wird seit circa einem halben Jahr grundsaniert und wird danach nicht mehr in demselben Zustand sein, in dem es mal war, weil da erfolgt jetzt eine absolute Grundsanierung. Mit Fahrstühlen von außen, Luxus saniert und hast. Ja, leider. Und dann für 1000 Euro den Quadrat. Und das Spannende, weil ihr ja immer alle lacht, mit, dass ich meinen Mann immer mit dem Baseballschläger verhaue. Den hat mein Mann da gefunden. Kaprische. Auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden. Also hab ich nicht den gefunden, sondern der Vormieter, der bei Mario. Ja, aber du hast den halt übernommen. Ich habe den mitgenommen, immer weil ich den so toll fand. Ja, das stimmt. So, ich habe recherchiert wegen diesem Baseballschläger. Dieser Baseballschläger ist im Zweiten Weltkrieg nach Berlin gekommen. Ich habe so ja nach Amerika geschrieben. Da gibt es ein Baseballmuseum. Der Hersteller ist auch sehr bekannt. Das ist der bekannteste Hersteller. Die stellen auch nach wie vor für die Baseball League diese Dinger her, bloß heutzutage aus Aluminium. Richtig. Und, aus Holz. Und der ist wirklich aus massivem Holz. Der ist mit der US-Armee hierher gekommen. Der hat auch diverse Gebrauchsspuren, also der durfte wirklich älter sein, definitiv wie wir. Ja, das haben sie ja geschrieben. Und das ist eine Sonderedition halt für die US-Armee gewesen von einem bekannten Baseballspieler, der im Grunde genommen, wie heißt der? Der Baseballspieler? Ja. Babe Ruth. Babe Ruth heißt der. Oh, von ihm? Ja, das ist aber nur eine Sonderedition, ist leider kein Original. Wir haben schon, wie gesagt, ich habe da Fotos nach Amerika über E-Mail geschickt und sowas alles. Und von dem Babe Ruth, die Ikone schlechthin im Baseball auch und wird viel im Film auch genannt, auch ob Zeichentrick oder sonst irgendwas, richtig. Eher so dieser das Jugendvorbild im Baseball. Richtig. Ja, sowas der Franz Beckenbauer des Baseball. So, und von diesem Baseballschläger gehen auch Phänomene ab. Seitdem wir uns kennen, ne, Schatz? Gehen sämtliche Phänomene von denen ab. Deswegen wollen wir den gucken, dass der wieder nach Amerika kommt, dieser Baseballschläger.
Klar, wenn ich so ein Ding wie ich auf den Kopf kriegen würde, würden auch meine schlechten Eigenschaften auf das Deswegen Ding übergehen. Deswegen hängen wir den auch nirgendwo auf oder so, weil wir wirklich, weil Tolan sagt es gerade richtig, wir haben Angst, dass das Ding uns mal irgendwann auf den Kopf fällt. Deswegen steht der hier immer bei uns in der Ecke. Anni, ja? Du hast Angst, dass er dir auf den Kopf fällt, aber hast du mal überlegt, dass Gonzo Angst hat, dass er mal wieder auf seinen Kopf landet, dank dir? Bei ihm bist du das Phänomen. Nein, das ist übrigens ein Insider, das ist nicht wirklich echt, dass ich ihn haue. Ach, komm mir doch auf. Wir sind unter uns. Schatz, ich glaube, die meisten Leute, die hier schon wissen, was so ein 3 bis 4 Kilo schwerer Baseballschläger anrichtet, wenn du damit wirklich zuschlägst. Ja, ja, man sieht es an dir, da oben wächst nichts mehr. Da wächst kein Gras mehr. Samuel sagt gerade, eigentlich braucht man gar keinen bestimmten Ort für eine Untersuchung, wenn man mal bedenkt, wo in Berlin in der Geschichte schon überall gestorben wurde. Da müsste überall Entitäten zu treffen sein, ja. Ja. Hier, Dings fragt, wie sie in den Discord kommt, Pam. Sorry, ich hab deinen Namen, Pam. Hast du Discord runtergeladen, Pam? Ja, falls ja, musst du ihr eine Einladung schicken, generell. Ja, ich muss ja erstmal wissen, wie sie heißt. Im Discord. Wie heißt du im Discord? Hermine. Ah, Tolan hat schon. War schneller, glaube ich. Der Seite, wo Channels stehen, da sind sie bei Anni Ding. Richtig. Schneiden wir raus, kein Problem. Ja, Tolan hat dir gerade den Link geschickt, da klick mal rauf und dann kommst du bei uns in Discord drin. Genau. Kommen Sie uns besuchen. Tolan, du müsstest dann mal, oder Sabrina oder Schatz, ich hab schon offen, ja. Okay. Aua. Ja, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Am besten setzt sie sich erstmal kurz in die Spaßecke rein, damit man sie überhaupt sieht. Ja, weil sonst ist es schwierig. Aber wird das schon wieder schwül oder sind das die PCs? Ja, es wäre morgen 28 Grad wieder. Ab morgen wird es wieder wärmer. Haben sie noch Öling me softly with his soul. Sie haben gesagt, es wird wieder warm die nächsten Tage. Ab zur Freude. Sabrina, aller. Kannst du ja mittlerweile erzählen oder immer noch nicht? So, ja, doch. Ach so, ja, doch. Oh ja, doch. Da war ja was. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Anni. Ich habe dir irgendwann mal bei Facebook geschrieben, dass meine beste Freundin und ich in meiner Wohnung auf dem Sofa gesessen haben und im Augenwinkel eine Frau gesehen haben. Mhm. Und ohne Mist, ich habe echt gedacht, ich bin bekloppt. Ey, du sitzt in deinem Wohnzimmer, ja. Es ist dunkel, außer der Fernseher, der war halt an, und du unterhältst dich, sitzt mit dem Rücken zum Fernseher und auf der rechten Seite im Augenwinkel sitzt du, siehst du eine Frau auf dem Sofa sitzen. Ja. Ich hab mir erstmal so eingeschissen, ne? Ich hatte so Schiss. Ja, normal. Übel. Das war irgendwie überhaupt nicht cool. Und daraufhin habe ich dir ja geschrieben. Weil ich dachte so, wenn mir irgendwer jetzt helfen kann, dann ist das Anni. Irgendwem muss ich das erzählen, sonst werde ich noch irre irgendwie. Ja, normal. Ja. Also selbiges hatte ich auch schon mal. Da saß ich auch auf dem Sofa und ich hatte mein Fenster im Discord? Komplett ganz offen. Gut. Also im Moment sehe ich sie noch nicht. Ja, ich auch nicht. Und ich hatte früher als kleines Kind so ein mir hat man immer gesagt, imaginären Freund. Ja. Das war so ein kleiner blonder Junge. Hab ich auch gehabt. Das war so ein kleiner blonder Junge mit so einem Pisspottschnitt. Hm? Und der hatte immer ein rotes T-Shirt und eine blaue Latzhose an. Hm? Und dann saß ich auf dem Sofa, hab Fernsehen geguckt und hab, wie gesagt, das Fenster komplett offen gehabt und es war draußen stockdunkel. Also 9. Stock, da war halt auch keine Laterne oder sonst irgendwie was in der Art, keine Bäume, nichts. Und hat dann so im rechten Augenwinkel
wie immer, Augenwinkel, weil so richtig zu sehen kriegt man sie meistens nicht. Im Augenwinkel diesen kleinen Jungen auf meiner Fensterbank sitzen sehen. Ja. Dann habe ich hingeguckt und war weg. Ja, ich wieder zum Fernseher geguckt und habe ich ihn wieder gesehen. Da habe ich auch gedacht, ich werde bekloppt. Mhm. Aber ich wusste sofort, wer das ist. Warte mal kurz. So, ich habe hier mal eine Rolle eben als Member. Schön, dass ihr hier alle sieht. Ich sehe sie nicht. Ach, da oben ist sie jetzt im Member-Bereich da, ja. So, jetzt müsstest du alles sehen können, Pam, was links im Discord ist. So, jetzt kannst du weiter erzählen. Entschuldigung. Alles gut. Nee, aber der Junge, der war echt. Also, ich hab den im Augenwinkel gesehen und wusste sofort, wer das ist. Das ist bis jetzt einmal passiert und dann nie wieder. Okay. Aber ich hab dir doch mal erzählt, dass wenn ich so kurz vorm Einschlafen bin, dass ich immer irgendwie Stimmen höre oder so, ja. Und Gespräche oder so. Ja. Mittlerweile brauche ich nicht mehr kurz vorm Einschlafen sein. Da reicht das, wenn ich einfach nur im Bett lieg. Echt? Hm. Und wie ist das jetzt da in dem neuen Haus? Ja, da auch. Ich hab dir schon immer gesagt, dass du auch medial bist. Ja, das Ding ist halt, also mich hat das ja immer gestört, weil so kurz vorm Schlafen, so, du willst ja schlafen, du willst ja nicht zugequatscht werden, ne? Ja. Im Übrigen ist jeder Mensch irgendwo medial veranlagt, ja? Ja. Gelegentlich. Ich gehe mal ganz kurz hoch in die Spaßecke, weil ich glaube, durch ihre Berechtigung kann sie den Raum noch nicht sehen. Ja. Pam, ich setze mich mal oben in die Spaßecke, wo dann gerade, und dann hole ich dich da ab. Ja, und das hat halt immer übelst genervt. Das war mega nervig, weil ich konnte dann partout nicht einschlafen. Irgendwann habe ich versucht, diese. Es sind immer ganz viele Stimmen gewesen irgendwie. Das war nie nur ein oder zwei, sondern ganz viele. Die haben gesungen, die haben gepfiffen, die haben sich unterhält. Männlein, Weiblein, Kinder, alles. Und irgendwann habe ich mir versucht, irgendwie Gespräche rauszufiltern. Also je mehr ich mich konzentriert habe, desto schneller war es dann auch wieder weg. Aber mittlerweile geht das. Ich habe es ja, auch schon geschafft, mich zu unterhalten. Du darfst. Zwar nur kurz, aber es geht. Ja, ja. Du darfst aber auch keine Trauerphasen haben oder sowas, ne? Also ich zum Beispiel hatte bei der, gerade nach dem Tod von meinem Vater und davor ist ja halt 2005 ist meine Oma verstorben, hatte ich in der Trauerphase, habe ich echt so dicht gemacht, dass ich nix, niente, nada. Das ist schon faszinierend. Man braucht echt so ein bisschen Übung. Bei mir war das halt, je mehr ich mich darauf konzentriert habe, irgendwas rauszufiltern oder irgendwie zu reagieren oder einfach mal zu sagen, so jetzt halte doch mal die Schnauze, so nach dem Motto, dann war es immer sofort weg. Da war dann gar nichts mehr. Und dann, sobald ich wieder halbwegs eingeschlafen bin, kam das dann wieder. Jetzt mittlerweile reicht das schon, wenn ich wirklich nur im Bett lieg und ich brauche nicht mal kurz vorm Einschlafen sein, einfach so dieses ruhig sein, ja. So runterfahren, so. Ja, das reicht dann schon. Aber ich habe auch schon geschafft, mich zu unterhalten, wie gesagt. Zwar nur ganz kurz, so zwei, drei Sätze, aber das war's. Und mittlerweile kann ich mir sogar merken, was sie sagen. Das konnte ich ja sonst nie. Was ich auch krass finde, ist mit unter anderem, was bei uns ist, wenn irgendwas passiert in der Familie, dass wir unheimlich viele Phänomene haben. Ne, Schatz? Okay. Also mit unter anderem, hört sich jetzt wirklich blöd an, kurz bevor was mit meinem Vater war zum Beispiel, da hat immer die Klospülung verrückt gespielt bei uns. Oder ein lauter Knall war gewesen. Da war so, ja mal, hatten wir Besuch gehabt, da war ein lauter Knall gewesen, da war dein Bruder da gewesen, ne? Der ist Gassi gegangen mit seinem Hund.
Der hat den so ja den Knall draußen gehört. Wir haben hier überall nachgeguckt. Es war nichts zu sehen. Oh, das hatten wir in unserer alten Wohnung mal. Da saßen mein Mann und ich auf dem Sofa und auf einmal hast du gehört, wie in die Wohnungstür ein Schlüssel gesteckt wird und auf und wieder zugeschlossen wird. Da haben wir uns auch beide angeguckt und haben gedacht, also jetzt werden wir bekloppt. Ja. Wir haben nachgeguckt, die Tür war abgeschlossen. Die ganze Zeit, unser Schlüssel steckte von innen drinne. Angel of Darkness, krass, ich glaube, da würde ich durchdrehen. Ja, am Anfang bin ich auch echt irre geworden. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Ist halt so, ist auch nicht permanent so. Ja. Das kommt immer so ein bisschen auf die Verfassung vom Tag an, wie der Tag so war, ob ich viel Stress hatte oder nicht und wie müde ich bin. Also wenn ich richtig müde bin, dann geht das ganz schnell, dass ich einfach nur einschlafe. Aber wenn ich dann ja zur Ruhe komme und einen relativ guten Tag gehabt habe, dann war das tatsächlich der Fall, dass das öfters vorkommt. Mhm. Aber man gewöhnt sich ganz arg dran. Das hatte ich schon ganz früher mal. Hatte ich schon mit, ich glaube, 12 oder 13 war das mal, eine Zeit lang. Dann hörte das wieder auf. Ja. Und dann hast du irgendwann wieder angefangen. Das ist manchmal ganz interessant. Am nervigsten, also das Reden ist auch noch okay. Weil ich nicht angemeldet bin. Wenn die Stimmen sich unterhalten, ist das auch noch okay. Ja. Aber wenn die dann anfangen zu singen, dann wird's nervig. Ja. Warum auch immer die singen, aber okay. Und hat nicht geklappt? Nee, bis jetzt ist sie nicht aufgetaucht. Vielleicht kommt sie auf den Discord-Link nicht, oder keine Ahnung. Ja, doch, sie ist ja schon sie da. War ja. Ach so. Nur bis jetzt war sie noch nicht da, weil ich sie abholen konnte oder runterziehen. Ja. Ja, wer ist sie denn hier überhaupt? Hermine. Auch Hermine. Ja, also man hat schon eine Menge erlebt in seinem Leben. Ja, es ist tatsächlich auch mal ganz interessant. Also. Und wenn man wirklich Phänomene hat oder sowas, ich will jetzt nicht schlecht über andere reden oder so, aber man sollte sich die sich mit dieser Thematik beschäftigen, genau angucken. Ja. Weil es sind sehr viele Spinner da drunter. Der Kanal ist gesperrt, steht da, sagt sie. Hermine. Ja, sie soll oben reingehen in die Spaßecke, wo die Clowns sind, und dann hole ich sie ab. Aber man muss wirklich echt hart gucken, mit wem man da zu tun hat in der Szene. Ja. Also ich habe einige Sachen wurden mir erzählt, wo ich mir heute so denke, so, okay, alles klar. Passt mal auf, ich schieb euch mal alle ganz schnell nach oben, ist für sie einfacher. Was? Ja, okay. Moment. Ah! Moment. So, wir sind alle da. Jetzt müssen wir die Kamera anschalten. Der Stream ist. Oh, ja, hast du jetzt mitkommen oder nicht? Moment, jetzt sieht man Pam aber nicht. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, servus. Ja, servus. Grüezi, hallo. Grüezi. Mann, ist das kompliziert. Das geht. Was ist denn? Ja, komm. Pam hat eine kleine Tochter. Sowas krasses hatte ich noch nicht, Lieblingsschwägerin. Na, sei froh, ganz ehrlich. Es ist manchmal wirklich schlafraubend. Also ja, wollte gerade sagen, sowas muss man vielleicht auch nicht unbedingt haben. Nee. Meine Kamera ist auch aus sich gerade. So, jetzt nicht mehr. Es gibt Dinge, da kann man echt drauf verzichten. Ich finde, was halt gefährlich ist bei
oder generell in dieser Szene, wenn da so Scharlatane unterwegs sind, die dir anfangen, Sachen zu erzählen, wo du richtig, richtig Angst bekommst. Ja, definitiv. Das hatte ich bei unserem wunderbaren Star-Medium. Okay. Erzähl mal. Ja, ich hatte ihr beiläufig erzählt, dass meine Tochter so eine Phase hatte, wo die nachts wach geworden ist als Baby, was ist, ein halbes, dreiviertel Jahr alt, glaube ich. Hm. Und angefangen hat, wie abgestochen zu schreien. Also als weiß der Geier, was da los war. Auf jeden Fall hat die gebrüllt ohne Ende. Das hatte ich ihm erzählt. Und dann meinte sie so, ja, sie hätte mal irgendwie mit ihren tollen Astralreisen da mal nachgeguckt und da wäre ein böses Wesen bei ihr im Kleiderschrank. Was? Da habe ich mir gedacht, so im Kleiderschrank. Okay. Sie müsste unbedingt eine Ausreinigung machen. Ferndiagnose. Na, sowas liebe ich, ja. So, als wenn ich zum Arzt anrufe und ihm meine Symptome sage und der macht, ja, sie haben... Wir haben einen Herzinfarkt, tut mir leid. Richtig. Ja, vor allem, wenn du dann keine Ahnung von dem ganzen Kram hast und du hast da jemanden vor dir sitzen, der sich Medium nennt und dann hier vielleicht noch einige Aussagen getroffen hat, die auch hingehauen haben. Ich meine, das hatte ich bei ihr auch, so ist es nicht. Dann sitzt du halt da und denkst dir so, ja, scheiße. Warum kommen die Monster immer aus dem Schrank? Sind die alle bei der Monster-AG? Ja. Ja, also wenn du keine Ahnung davon hast, dann glaubst du der Person das halt, ne? Weil die muss ja wissen, wovon sie redet. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen, wenn ihr wirklich Phänomene habt, wendet euch nicht an jemanden, der Star-Medium bei Facebook ist, zum Beispiel. Also der wirklich nach außen hin irgendwas präsentiert und Bo-Hype macht bis zum Jed nicht mehr. Ganz vorsichtig bei so Leuten sein. Und vor allem die suggestive Fragen stellen, wo sie denn schon die Antwort im Grunde genommen rauslesen können. Nee, das ist richtig. Vor allem gerade nicht in dieser Thematik, weil deswegen wird man ja auch in diesem Hobbybereich nicht ernst genommen, ist das Problem. Ich kann ja mal gucken, wenn es euch interessiert, dieses Thema, ob ich mal ein paar Ghost Hunter frage. Ob sie Interesse haben, mal bei so einem Stream dabei zu sein. Ihr könnt da auch mal Ghost Hunter, außer mir jetzt, ein paar Fragen stellen. Was die Thematik angeht. Warum kommen die Monster immer aus dem Schrank? Sind die alle bei der Monster AG? Ja. GH treffen bei Anni. Nee, das wird nicht Anni sehen. Also dieses Wort GH treffen bitte nicht, weil das wird schon vermutet mit meinem jährlichen Treffen bei mir im September. Warum? Er meint auch ein geheimhistorisches Treffen. Ach ja. Ja, und so haben Sabrina und ich uns eigentlich im Grunde genommen kennengelernt. Jo. Ja, warum nicht? Ja. Wollt ihr noch irgendwas wissen? Meine Liebenden. Habt ihr noch Fragen? Naja, bestimmt, aber... Dann schießt jetzt mit euren Fragen. Und auch andere Themen fragen. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Die wird nie besser. Was? Ist die Szene immer noch so kacke? Ja. Frage über Antwort. Die wird immer beschissener. Ist die Szene immer noch so kacke? Ja. Und ja. Ja, die Szene ist noch immer ziemlich kaputt.
Ja, die wird auch nie anders sein. Also ich mache das Ganze jetzt schon seit 2010. Und du hast immer irgendwelche Spinner dabei, die Psychospielchen machen, die nicht alle Nadeln an der Tanne haben. Sagen, ich habe den längsten Richtig, oder die und denken, den größten. die haben das Ghost-Hunting erfunden oder den Heiligen Gral gefunden. Und die heilige Lanze. Hier der heilige Krall. Und die heilige Lanze. Ja. Und deswegen wird da auch nie, obwohl wir alle das gleiche Hobby haben, nie Ruhe einkehren, ist das Schlimme. Leider. Ja, leider nicht. Ja. Leider, leider, leider. Oh, Hexe, uncool. Mach mal Und Platz. Leute, die teilweise richtig Kohle damit Ja. machen wollen. Ja, die gibt's auch noch. Gerade die so das Ganze auf Fans aufbauen. Ja, wir wollen keinen Also, Namen nennen. Wir wollen keinen Namen nennen. ja. Wissen, wer der Babbo ist. Genau, wissen, wer der Bub ist. Ja, und Fame haben wollen. Wohl wahr. Ich will nur Fame haben, weil ich gerade sehr viel draußen bin. Um mal vom Thema abzulenken. Ich will gar kein Fame haben. Ich scheiß auf Fame. Die finden es aber sehr sympathisch, teilweise. Ja, ich finde mich nicht sympathisch. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Darf ich nicht dein Fan sein? Heul. Du darfst immer unser Fan sein, Lieblingsschwägerin. Ihr dürft alle unsere Fans sein. Macht mir jemand was zu essen, sagt, fragt Jessie. Du kannst doch selber backen und so. Ja, Und selber ehrlich machen. mal. Also Also wir haben du heute bist doch ausgebildet dafür. wir haben zum Beispiel heute selbstgemachten Nudelsalat, den ich gemacht habe, gegessen. Und Buletten, also Frikadellen für die Leute, die nicht kennen, hat mein Mann gemacht. Ja, in Berlin sagen wir Buletten, bei euch sind das Richtig. Frikadellen. Hat doch geschmeckt, muss ich sagen. Also, wenn ich könnte, würde ich mich selber heiraten. Aber Jessie dürfte ja gar kein Problem damit haben. Sie kann ja kochen und backen und ja, und noch ganz viele andere Sachen. Kann ich nicht beurteilen, ob sie kochen kann. Sie hat für mich noch nicht gekocht. Gebacken Oh, hat sie doch aber kochen schon. kann sie und backen kann sie, also Also gebacken wunderbar. hat sie auf jeden Fall. Gebacken hat sie für Ja, uns das schon. kann sie auf jeden Sehr Fall. Das leckere kann Sachen. Also sie macht doch ja. immer zu Weihnachten, verkauft sie auch gerne Sachen, die sie selber macht. Kann ich nur empfehlen. Kommt in Discord drin und da macht sie auch Werbung für und so. Ne, sind wir mal ehrlich. Das kann sie auch sehr, sehr gut. Also ich kann alles bestätigen. Nur wenn Wir sie haben. kocht, also ihr dürft echt nichts vorher gegessen haben, ne? Also das ist kein, Ja, das es befürchte ist ich auch vom bei Jessie. Besten, Jessie also das ist hätte ich echt auch so vom Besten. eingeschätzt, wenn du da in die Ja. Kochen kommst, dann gibt's so viel. Oh, ich glaube, Ja, Daniel aus kann dem sein, Discord dass ist gegangen. er weil sie zu lange AFK ist. Timeout, wahrscheinlich, Ja. ja. Wahrscheinlich Timeout gekriegt. Aber eigentlich wird sie doch irgendwo hin verschoben dann, oder? Auch nicht so. Ich glaube, irgendwo in so einem AFK-Bereich. Ja, richtig. Zur Not kann sie sich das ja auf YouTube angucken. Oder mich fragen. Sie hat mich ja bei WhatsApp. Ja. Ja. Meine Tochter sabbelt nur. Alle Dude, Pam, alle Dude. Ihr Süßen, ich werde mich jetzt aber langsam verabschieden. Ja, macht es. Jo, meine Schnecke. Schön, dass du dabei warst. Ja, gerne wieder. Wir machen auch bestimmt demnächst wieder ein Anime-Leben mit Agoraphobie Talk. Krieg mal hin. Nicht? Nur Sabrina ist gerade mitten im Umzug und Ja, bestimmt müde und Ja. gestresst und überhaupt. richtig. Und muss morgen bestimmt auch noch arbeiten, oder? Nee, morgen ist Nein. Sonntag. Ach, Erstens ist Mann. morgen Sonntag, mein lieber Ja, Marc, und natürlich, ja. zweitens habe ich jetzt noch eine Woche Urlaub. Ach ja, stimmt. Und es ist morgen Sonntag. Ich habe mich gerade, ich dachte, wir wären jetzt bei meinen Fehler. Ach, Schatz, wir sind heute zu viel gelaufen. Ja, genau. Nee, ich habe noch eine Woche Urlaub. Okay. Okay, vielleicht sehen wir uns ja oder hören uns morgen.
Ja, bestimmt. Okay. Gute Nacht. Alles klar, Sabina. Tschö. Knuddel. Nee. Tschüssi. Jo. Okay. Ich bin hier nur beschäftigt mit meiner Cam gerade. Das wird ja, immer verschieden. Ja, ich denke mal. Weiß ich nicht, gibt's denn jetzt noch Fragen aus dem Chat? Chat, habt ihr noch Fragen? Lass doch einfach mal die Cam irgendwie aus oder so. Du weißt doch, wie wir alle darauf reagieren. Deswegen lass die Arbeit, brauchst du hin und her schieben. Kann nicht jeder so beliebt sein wie Gonzo oder ich. Polon, ja. Was ist los? Tut da gerade irgendwas weh? Nein. Wie seht ihr die Wirtschaftslage? Oh, das ist eine interessante Frage. Da antworte ich mal drauf. Katastrophal und es wird auch nicht sehr viel besser werden. Nee. Und bereitet euch schon mal drauf vor, es wird nicht sehr viel besser werden. Und Giuliani mit den Spinnern wie. Und so knapp zusammengefasst. Kurz zusammengefasst, es wird nicht besser. Schon gerade mit so einem Spinner wie FDP, Mann. Ne? Und was hast du denn gegen Butter, Lindner? Der ist der Beste. Ja. Die Wirtschaftslage ist halt beschissen. Wie sollte. Ja. Erst hatten wir eine Pandemie, dann haben wir Geld ohne Ende ausgegeben und jetzt haben wir einen Krieg, der auch Geld kostet und jetzt ist halt Geld endgültig fast alle. Dazu kommt noch, dass wir 10 Jahre billiges Geld in den Markt gepumpt haben, wie die Blöden, und keine Zinsen genommen haben und deswegen ist die Inflation jetzt richtig, so wie sie halt ist. Ja. Und der Krieg in der Ukraine war sozusagen das letzte. Der Auslöser. Richtig, das letzte Zündeln, was noch gefehlt hat. Für die endgültige. Also, Pam, wenn dein Blutdruck andauert auf 200 ist, solltest du aber mal wirklich zum, ne, Onkel Arzt gehen. Ja. Das sagt dir eine Altenpflegerin, ja, Frau Kollegin? Ja, die Inflationsraten sind für alle halt unmenschlich. Du gehst in den Supermarkt, guckst auf die Preise und denkst dir so. What the fuck? Richtig. Jetzt mal kurze Frage an den Chat. Sollen wir noch mal irgendwann nur mal eine Sendung machen, halt nur über Paranormale? Dass ich mal frage, ein paar Ghost Hunter Kollegen auch, ob die dabei sein möchten. Einfach mal ja reinschreiben in den Chat oder nein. Ja, bitte. Why not? Sorry, ja. Ja. Es wird eigentlich nur, die Antwort ist mir ja. Mach doch, was du willst. Ja, zieht mich nicht. Deswegen sage ich dazu nichts. Ich kenne meine Antworten doch alle. Gut, also machen wir mal, ne, frage ich. Rami Priel, total super. Frage ich mal ein paar Ghost Hunter Kollegen und dann sind wir mal ehrlich. Machen wir das. Siehste, Jessi sagt auch mich Wurst. Mich Wurst. Ja. Gut. So, wie lange mal streamen wir jetzt schon? Freunde, 3 Stunden und ein bisschen. 3 Stunden 8. Ja. Meiner ist eigentlich okay. Ja, meiner auch. Also. Ich hab einen Blutdruck wie ein junges Mädchen im Krankenhaus gehabt. Vielleicht können wir ja auch mal was machen, so streamtechnisch so zusammen halt, ne? Mal wieder so daddeln oder so, aber da muss es erstmal kühler werden. Weil die Kiste, die hier steht, die. Sondert so viel Wärme ab, ich öle wie eine Stute. Ich habe hier schon einen Ventilator zu stehen. Mein Blutdruck ist super. Es gibt fröhliche Pillen dafür. Was habe ich da gelassen, meinst du mich, Lieblingsschwägerin? Miau. Sag mal, geht's dir noch gut da hinten? Möchte mitreden. Er merkt das schon.
Rattelt die hier auf einmal rum, ey. Ja, Geisterfütterung, wer wird wohl zuerst gefressen? Ja. Den genau. Blutdruck, den habe ich nicht da gelassen. Den pff, eigentlich wandel. Ich schwebe immer beim Rausgehen. Ich bin eigentlich, ihr redet gerade mit dem Geist. Ich bin paranormal. Ich wollte eigentlich nie sagen, aber jetzt wisst ihr. Ich wünsche mal Geister auf Arbeit, aber nur ins Chefbüro. Naja, sowas sollte man sich nicht wünschen. Ja, ihr vegetiert doch alle da rum schon mit Geister. Ihr seid doch eben schon Geister das selber. Ja. Man sagt ja nicht umsonst auch wieder, wo geistert der Chef denn schon wieder rum? Ich hatte auch Erfahrung auf Arbeit. Siehst du, Pam, dann machen wir das mal bei dir so. Das war aber dann. Was? Achso. Dass du mal mitquatschen kannst beim Stream. Was hältst du denn davon? Im Haus der Hölle. Ach, Havelblick meinst du? Entschuldigung. Ja. Was machst du da? Achso, du ärgerst die Katze. Sie ärgert mich. Oh, arme Hexe. Hexe, du machst immer, du läufst immer vor Herrchen, machst einen Schwanz hoch, dann pup doch einfach mal. Lass mal so einen richtigen schönen Dämpfer ab. Das rieche ich schon gar nicht mehr, ist auch schon weggeätzt bei mir in der Nase. Ja, dann quatschen wir nochmal, Pam, und dann können wir das gerne mal machen, wenn das genehm ist. Wir können gerne, wie gesagt, paranormale Themen gerne machen. Wenn ihr wollt, dass ich dann mal, wenn ich denn soweit bin, dass ich dann eine Untersuchung machen kann, dabei streamen kann, könnt ihr mir gerne spenden für einen Streaming-Rucksack, der über 3000 Euro kostet. Ich glaube, ja, ne, über 3000 Euro. Klar, kein Problem, Mann. Portokasse, kein Ding. Ah, nicht, ein Leichensack ist billiger. Von mir, ja. Wir haben gerade uns über die Wirtschaftslage unterhalten, war mir so, also. Ja, hallo, meinst du, die sind mir spurlos vorbei? Die wollen das sehen, dann müssen sie spenden, die Leute. Ich schick mal deinen Bruder mal lochen. Wie jetzt, bei uns ist das die Oranienburger in Berlin. Ja, in Duisburg gibt es da bestimmt auch Stationen für, glaube ich. Auch noch Ansprüche, hallo? Ihr habt Ansprüche. Ich bin immer lieb, nett, zuvorkommend, höflich, schüchtern, ungeküsst, fromm, jungfräulich. Ist schon wieder Zeit für Magenreinigung? Der reicht hoch, was ist denn das für einer? Ein Tonbeutel, ja, nee, ist klar. Tja, ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. Nee, echt, das gibt wirklich so einen Streaming-Rucksack, den hatte, glaube ich, mal Gronkh gehabt. Da habe ich echt mir mal den Spaß gemacht und habe mir mal angeguckt, was so ein Teil kosten würde. Alter, ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Da musst du ja fast Millionär sein, um dir sowas kaufen zu können. Tolan guckt bestimmt gerade, was so ein Teil kostet. Ja, generell kannst du dir so ein Teil auch selber zusammenbasteln. Das ist schon richtig. Nimmst du diesen Beutel für 3,99, holst du zwei Powerbanks, packst sie da rein, schaltest du in der Seite ein Loch rein. Kabel gibt es dann auch schon, Verlängerungskabel, so für 6,99. Nee, du musst, die Bänder da in Gurte machen, damit du die Kamera hier vorne hast, weil die muss ja nach vorne weggucken, die Kamera. Hallo, Panzertape, was kostet so eine Rolle? 5,99. Kannst du festkleben. Ey, ich weiß nicht, was du willst, ey. Tonbeutel. Mach's dann auf Kickstreamer, hallo. Bist du so Kickstreamer? Muss ich mal Mario fragen? Mario macht bestimmt mir so einen Rucksack.
Ja, der baut den Rechner im Turmbeutel ein, den Jessi da geschickt hat. Ist kein Problem. So viel mal zum Thema Mobbing. Ich werde von meinem Chat gemobbt und von Tolania, wie immer. Tolania kenne ich eigentlich ja nicht. Sollte eigentlich Tolania Mob heißen? Solange es mittlerweile ja Dauerzustand ist, dass es auch kein Mobbing mehr ist, ist Normalität. Ja, wäre ja unnormal, wenn es nicht mehr so wäre. Das stimmt. Ja, eben. Tonbeutel habe ich noch. Ja, komm, hau noch in der Kerbe, meine Lieblingsschwägerin. Anni, der Turnbeutel-Streamer. Pam, ich wünsche dir eine gute Nacht, meine Kleine. Schlaf schön. Ja. Ne, wir lesen uns bestimmt morgen. Ey, mobben darf nur die Putzkraft, ja. Schatz, hast du gehört? Ja. Ich bin das Liebste, was auf der Welt rumläuft. Hab ich Husten. Keiner ist lieber wie Icke. Genau. Hallo und herzlich willkommen hier bei Anis Lügenstream. Hallo. Ab 22 Uhr werden Märchenstunden erzählt. Hallo. Ich glaube, Takt. Ja, habt ihr noch Fragen, Chat? Oder irgendein Thema, was ihr sprechen möchtet? Wer, die, was? Du, du. Der, die, das? Du, du. Wieso, weshalb, warum? Du, du. Wer nicht fragt, da dumm. Dumm, dumm. Wir kennen's alle. Die Sesamstraße. Tolan guckt sie jeden Tag. Nee. Klar. Jetzt könntest du ja nicht so mitsingen. Gibt's aber nicht auf YouPorn, von daher. Einmal mit Profis arbeiten. Tja, was da denkt müssen wir die ihr, wie schlimm wird Corona im Herbst? Sehr schlimm. Wir kriegen dann bestimmt wieder Maskenpflicht, ja, Ausgangssperre und Shutdown und Fesselung, ja, und Knebelung und Schlüssel wegschmeißen und. Richtig. Und vor jeder Haustür steht mindestens die Bundeswehr mit Panzer. Einer von der Bundeswehr mit einem Panzer, damit du ja nicht das Haus verlässt. Also, das traue ich mittlerweile, ne? Wir kriegen dann noch von Amerika die Nationalgarde ausgeliehen. Ja, richtig. Und dann wird überall noch Impfspritzen verteilt, damit die 8., 9., 10., 11. und 12. Impfung auch gleich verteilt wird. Ja. Das wird wie mit der wie mit dem Winter bei der Deutschen Bahn. Heftig und völlig unerwartet. Ja. Nee, gerade interessiert es keine Sau. Deswegen fragt er ja auch, was im Herbst damit. Weil da interessiert es dann vielleicht wieder mehr. Ja, weil das geht ja dann auf Weihnachten und Silvester zu. Da wollen sie ja wieder nicht, dass sie feiert wird. Ja, Corona ist saisonbedingt. Das wissen wir alle. Ja. Ja, zumindest ist es im Winter anscheinend. Bald gibt es Corona auch auf Rezept, also von daher. Ja, das ist gute Preise, gute Besserung. Eben. Aber ist kein Problem, die Impfung Nummer 5, 6, 7, 8 und 9 sind schon am Start. Echt? Finde ich gut. Warte, ich bin gespannt, wann meine nächste Zwangsimpfung kommt. Ich habe schon 3 hinter mir. Und ich hatte bei den letzten beiden sehr schöne Nebenwirkungen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ob unser Staat das hören will oder nicht. Und nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich finde, 3 Impfungen reichen mir auch. Ja, weil 4 Impfen hilft nicht viel, weil wir infizieren uns trotzdem. Also. Weil irgendwie sage ich mir auch, entweder ist der Impfstoff so scheiße, dass selbst beim dritten Mal nichts rauskommt, ja, oder er ist so geil, dann sollte aber eigentlich spätestens nach der dritten Impfung auch irgendwann mal Schluss sein. Also mich können sie mit Bockwürstchen locken. Ja, oder sie, genau, versprechen mir Bockwürstchen. Ja, genau, wie beim Buchspenden. Mindestens. Ja, genau. Also bei den Nebenwirkungen, die ich jetzt hatte, bei den letzten Bienen, ganz ehrlich, habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Weil wenn eine Brustdrüse hier unten anschwillt, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, nicht mehr tragen kannst, dass du nicht, du brauchst nur lachen, du hast so eine massiven Schmerzen. Ja, das Problem bei der Impfung ist halt, egal wie oft du geimpft bist, das habe ich ja gerade gesagt, du kannst trotzdem Corona kriegen. Es schützt dich halt davor nicht. Ja.
Und ich bin kein Alu-Träger oder so. Nee, nee, aber Nino sagte gerade, sie hat Corona gehabt. So habe ich gesagt, ja, ne, schützt dich halt davor auch nicht. Egal, wie aufgeimpft bist. Ob 10, 20 mal, 100 mal, wirklich nicht schützen davor. Ja, die Sache ist jetzt die, da könnte man drüber diskutieren. Ja. Was eigentlich keiner rausfinden wird, ist, ich auch, Nino. Wäre man jetzt nicht geimpft, wie schwer wäre der Verlauf gewesen? Ist der Verlauf von Corona jetzt wegen der dritten Impfung schwächer ausgefallen oder so? Das sind Sachen, die weiß man nicht, die wird man nie erfahren. Das ist richtig, das werden wir nicht beurteilen können. Deswegen, am besten ist, jeder sollte selbst für sich entscheiden, was besser ist oder nicht, aber es sollte keiner gezwungen werden oder auch dadurch eingeschränkt werden. Nee, nicht für den aktuellen, für den letzten Virenstamm, der ein Jahr zuvor war. Nee, eine Garantie gibt es sowieso nicht, das ist richtig, das ist korrekt. Muss halt, ich gebe da Roland schon recht, das muss jeder für sich selber wissen. Ja, also ich will da auch keinen beeinflussen, aber wir wollen da auch keinen beeinflussen. Das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das macht. Also ich weiß, dass ich halt, ne, wie gesagt, mit der Brustdrüse, mein Zyklus ist sehr böse durcheinander. Hängt auch immer davon ab, wie schlimmern halt, also wenn jetzt hier, weil Dani schrieb, Risikogruppe alt vorerkrankt, ja gut, da ist es vielleicht sinnvoll. Auf jeden Fall, weil eben, bei manchen finde ich, ist es wahrscheinlich eher nicht so nötig. Es kommt halt drauf an, muss jeder für sich selber entscheiden. Gebe ich Dolan schon recht. Ja, ich bin auch der Meinung, viel hilft nicht viel. Also die letzte Impfung, die ich vor Corona hatte, war gegen Hepatitis, weil das musstest du zur Arbeitszeit, also besser gesagt zu meiner Ausbildung, im Gesundheitswesen musstest du dich dreimal impfen lassen. Hast du die auch schön im Kühlschrank aufbewahrt? Oder? Naja, zum Glück war die bei der Ärztin da gewesen, bei unserer Ausbildung. Echt? Ja. Ja, ich musste mir die selber besorgen und dann erst so schön im Kühlschrank lagern. Nee, das war bei der Ärztin alle gewesen. Da hast du zwar die Gefühle gehabt, die fault der Arm ab an dem Tag. Ja, wie mein Insulin, das muss ich auch im Kühlschrank aufbewahren. Aber gut, da ist es auch normal, dass es im Kühlschrank. Entschuldigung, das sind bei mir die Tabletten und der Weg heute. Gibt es eigentlich von euch irgendjemanden noch, der Pokémon Go spielt, jetzt mal so, halt von den Zuschauern? Weil ich spiele ja auch Pokémon Go. Ja, ich habe da, wie gesagt, keinen Handyplatz mehr momentan. Ja, laut Studien haben sie den Stoff ja getestet. Also von daher, getestet haben sie ihn wohl. Also ich muss sagen, ich hatte keine Nebenwirkung gehabt. Ja, ich auch nicht. Also ich muss auch mal ganz klar sagen, aber wenn ich jetzt höre, Nina hat Probleme mit ihren Tagen, ich weiß, dass meine Frau das auch hatte. Nina, du spielst Pokémon Go? Also meine Frau hat damit auch Probleme gehabt und wenn Nina das auch hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, scheint das bei Frauen anscheinend ein häufigeres Problem zu sein. Ja. Gut, ich hatte auch keine Art von Nebenwirkungen, außer dass bei der dritten Spritze... Wie kam deine Regel trotzdem normal? Ja, meine Regel kam absolut pünktlich. Total. Nee, ich hatte aber auch nicht so großartig Schmerzen oder so gehabt, gar nicht so. Außer nach der dritten Impfung, kann aber auch daran liegen, weil ich auf dem Arm geschlafen habe. Also ich hatte danach echt einen Tag, war ich flügellahm. Aber ich wurde auch mit dem Kopf und mit meiner Bumsbirne auf dem Arm auch wach und war ganz komisch angewinkelt. Ich denke mal, war so eine Kombi aus beiden dadurch, ne? Jessie sagt, hat auch Probleme gehabt. Also ich habe echt das Problem... ich wurde ein paar Tage, wo eigentlich meine Regelblutung kommen sollte, also vorletzte Woche ja, geimpft. Und ich habe die jetzt wirklich fast eine Woche kleckerweise nur. Das ist ganz schlimm bei mir im Moment. Ja, die können aber vorkommen, das stimmt, das ist eine Nebenwirkung, das haben sie auch gesagt, eine häufige Nebenwirkung mit den Zyklusstörungen. Das haben sie ich hatte die aber auch, Lieblingsschwägerin hatte ich aber auch bei der zweiten Impfung übrigens. Ja, es gibt Nebenwirkungen, ist ja auch, es sind aber halt keine, die deklarieren das halt als nicht krasse Nebenwirkung, weil die sagen, es ist halt keine Nebenwirkung, die lebensbedrohlich ist. So, ich schreibe mal in den Chat jetzt drin meinen Trainercode für Pokémon Go. Ne? Könnt ihr mich hinzufügen?
Musst du Leber essen, Nine. Das hilft gegen Eisenmangel. Schön Leber. Oh, Leber, richtig geil. Oh, lecker. Leber, richtig widerlich. Das ist, glaube ich, das Richtige ist immer, was ich überhaupt nicht esse. Oh, ich mag aber ich weiß, total. Da ist viel Eisen drin. Was? Ja. So, das ist ich sag gerade, ich mag die total. Bei Pokémon Go. Aber ist halt Geschmackssache. Falsch. Was? Was ist falsch? Dass ein Lebereisen drin ist oder der Code von Anni? Achso, Leber. Achso. Also doch, sie meint die Leber, alle Leute. Was ist denn daran jetzt falsch? Lecker, aber falsch, hä? Sie meint, glaube, da ist nicht so viel Eisen drin, aber da ist Eisen drin, weil es Fleisch ist. Fleisch generell enthält viel Eisen. Richtig. So. Das, was du meinst mit widerlegt, ist Spinat. Das ist widerlegt, weil da richtig. War ein Fehler bei der Berechnung der Kommastelle. Aber ich habe ja auch nicht von Spinat gesprochen, sondern von Leber. Leber von Schwein gegart hat zum Beispiel 24,4 Milligramm pro Portion Eisen. 100 Gramm, also 17,9 Milligramm Eisen bei Leber über 100 Gramm. Ja, ist schon eine Menge. Ist schon eine Menge, wollte ich gerade sagen. Also verhältnismäßig. Ja. Richtig. Und das hatte ich nämlich auch nur mit meinem Ernährungsberater gehabt. Richtig. Verhältnismäßig gesehen ist da schon recht viel Eisen drin. Richtig. Ja, zu wenig für was? Zu wenig, um das dir hilft, dann musst du Präparate nehmen. Aber unter normalen Umständen oder halt nur Fleisch essen. Eben, es kommt auf den Zusammenhang an, um den ganz normalen Eisenhaushalt hochzuhalten. Normalerweise reicht das, aber für Frauen vermutlich, wenn sie zu viel Verlust haben durch die Regel oder sowas, dann kann es sein, dass sie zu Präparaten greifen müssen. Aber für einen normalen Durchschnittsmenschen ist genug Eisen in Leber drin. Oder du musst halt 3 Schweine auf Toast am Tag essen, dann hast du wahrscheinlich auch genug Eisen. Dann brauchst du auch keine Präparate mehr. Aber ich wage zu anzuzweifeln, dass du 3 Schweine auf Toast pro Tag essen kannst. Wollen wir es testen? Also mein Magen sagt gerade, ich würde... jetzt 3 Schweine auf Toast anbieten. Ich weiß aber, was ich mir gleich noch einpfeifen werde. Was denn, 3 Schweine auf Toast? Nö, nochmal Nudelsalat, weil ich würde mich halt am liebsten selber heiraten. Nine, wenn du Pokémon Go spielst, wie gesagt, der Trainercode ist weiter oben, ne? Von mir. Weil ich gehe jetzt raus. Also jetzt im Moment nicht, weil ich streame ja hier mit euch. Ja, lecker Nudelsalat. Ja. Ich habe kein Pokémon Go, Ding. Ja, warum eigentlich nicht, Hase? Weil ich Pokémon scheiße finde und auch das Spiel scheiße finde und generell kein großer Freund von jeglicher Art von Spielen bin. Außer Phasmo. Ah, guck mal, meine Lieblingsschwägerin hat ihren Code auch gleich mit dahin ein. Wie, dein Code? Was hast du für einen komischen Code? Okay. Keine Ahnung. Ich laufe auf Arbeit genug. Ich brauche nicht so viel Geld. Ja, wenn ich sowieso unterwegs bin, dann spiele ich auch Pokémon Go. Den Falschen ist schon spät. Ja, stimmt. Ich werde ja auch gemobbt von meinem Mann dann unterwegs. Wenn mein Beutel zu voll ist bei Pokémon Go. Moppen ist mein zweiter Vorname. Macht er sich immer lustig, das Luder. Hey, ich mach mich über alles und jeden lustig. Mach mich sogar mitunter unter mir selber, über mich selber lustig. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das fängt morgens früh vor dem Spiegel schon an, ne? Ja. Ich kenne dich nicht, aber ich mach dich trotzdem. Ja, eben. Aber aufpassen im Straßenverkehr, die Laternen gehen einem nicht aus dem Weg, obwohl sie einen kommen sehen. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Guck mal, Nine, da hast du denn noch jemanden, den du mit zufügen kannst?
Das ist aus Duisburg. Aus Duisburg. Janine wohnt ja in Essen. Also wenn sie da noch. Aber ich gehe mal davon aus. Ja. Ja. So, jetzt haben wir genug gequatscht, bin ich der Meinung. Freunde der indischen Brotsuppe. Ja. Hat uns sehr gefreut. Ja. Gruß aus Berlin. Gruß aus Hemer. Aus der Hauptstadt. Aus der Hauptstadt. Richtig. Noch? Noch. Ach, bald wohnst du nicht mehr in Essen. Bald wieder in Osnabrück? Ich zieh zu den Pinguinen. Wie jetzt? Ich züchte Pinguine. Und Kokosnüsse. Nee, ich gehe aber trotzdem eher in den Süden. Ab zu den Pinguinen. Wie, nicht nach Osnabrück? Ja. Wie, man kann jetzt hier ein Feedback geben? Sehe ich gerade unterm Stream? Was? Unterm Stream ist gerade irgendwie so ein Männchen, was winkt, da steht Para Agora Ani Feedback geben. Was passiert? Okay. Können Hingabe, Humor, Ansprechbarkeit. Ja, das sehe ich auch hier. Echt? Ja. Das ist überhaupt nicht scheiße, sowas. Kannten Sie Para Agora Ani gut? Nein. Was kann Para Agora Ani verbessern? Vieles. Hat sie die falschen Leute im Stream? Ja, da sind immer so eine Eierköpfe, so wie der eine da. Der Dicke, der muss weg. Der Dicke, der muss weg. ihr seid alle so schnuffig. Nein, warum auch? Ich dachte, da war mal was. Mit Osnabrück. Aber gut, ist auch schon länger her. Teste mal gerade. Ich habe einfach mal was geschickt jetzt gerade. Auf jeden Fall, das Feedback bleibt anonym. Also ich weiß dann doch nicht. Wo kann ich das lesen? Ja, weiß ich nicht. Wenn es anonym ist, wohl eher nicht. Doch, sie kriegt das Feedback. Sie kriegt das anonym zugesendet, also. Ja, muss ich mich anmelden. Nee, nicht machen. Nicht angemeldet. Ach so, ich bin ja im Mod-Chat, bin ich doof. Anni, einmal mit Profix. Profix, ja, mit Profix arbeiten. Ja, okay, dann ist es schon zu lange her. Profix, ist das der neue Gallier? Warst du zum Obelix? Richtig. Profix, der erste Streamer. Ja. Unter dem Fenster steht so ein winkendes Männchen mit Paragora Anni Feedback geben. Da kann man Feedback geben. Genau. Wo es unterm, wenn du mit Handy guckst, wo es da zu sehen ist, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber müsste dann auch ach, irgendwo echt? Unter... Ich kann mir so ja selber ein Feedback geben, lese ich gerade. Ich fand mich geil, ich bin die Beste. Profix klingt wie ein Baumarkt. Ja, genau, Baumarkt könnte es auch sein, ey. Können... Comic... Scheiße, ich kann mich nicht selber bewegen. Oh, oh. Ah, traurig. Na, kannst du doch nicht dazu beiräuchern? Oh. Würde ich nie machen, ganz ehrlich. Also, ich bin nicht wie andere Großsatter, die sich beweihräuchern müssen. Echt nicht, beweihräuchere mich jeden Abend selber. Dann liege ich im Bett und sage, na du geile Sau, hast wieder den Tag richtig gut rum. Ey, da musst ey, du mal, ey, wir so haben gut, vor ey. Unserem Bett, haben wir ja den Kleiderschrank, da sind ja Spiegel. Hier, Olle, Marc, sitzt denn immer ja. da? Oh, du geiler Typ. Darfst du mal, Spiegel. Ah ja, erzähl weiter. Nicht überm Bett. Naja, vorm Bett reicht ja auch, je nachdem, ne? So. Feedback gegeben, den Huni kannst du mir überweisen.
Also bisher konnte ich nur ja nicht lesen. Muss ich mal gucken, wie ich das sehen kann. Ja, Profix. Profix ja, kann auch nur. Wenn es ein Abführmittel wäre, dann hieß es Profix. Ohne ja, eben, das wäre dann Profix. Ah, traurig. So, gut, meine lieben Zuschauer. Ja. Es war ein sehr wundervoller Abend mit euch gewesen. Hat Spaß gemacht. Auch mit euch spielen. Hat uns gefreut. Über ja, mir schwebt eine Katze. Ja, paranormal. Ja, aber richtig paranormal. Kommt mit dem Hintergrund. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden mal gucken, dass wir das nicht zu lange immer auseinanderhalten bis zum nächsten Stream, weil das ist dann doch ein bisschen wenig, was ich im Moment streame. Weil ich will dir auch nicht den Affiliate hier irgendwie verlieren. Ich weiß nicht, ob man den verlieren kann. Weil sonst, ja, aber sicher kannst alles verlieren. Weil das weiß man bei Twitch nicht. Weil, ne, sonst könnte er ja mich nicht mehr ärgern, wenn ich was. Ich glaube, bei schweren Verstößen kann er die aberkannt werden. Ja, aber ich glaube, den verlierst du jetzt nicht, weil richtig den verlierst du nur, wenn du irgendwie da jederzeit reinbrüllst, so, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen, die halt nicht so geil sind. Ja. Nee, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen schönen Sonntag. Guckt bei mir bei WhatsApp, Quatsch, WhatsApp bin ich doof, bei Instagram oder bei Facebook auf meiner Seite Anime mein Leben mit Agoraphobie gerne vorbei. Da poste ich ja jeden Tag, wenn ich Gassi gehe. Und ja, müssen wir mal gucken, dass wir recht bald wieder einen Stream machen. Das war nicht zu, wie ihr sagt, eben schon, dass wir zu lange Pausen lassen. Ja, wie ihr sagt. Es war mir eine Ehre mit euch. Ja, mir auch. Mir auch. Total. War mal wieder witzig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und fühlt euch alle geknuddelt? Ja. Überlege ich mir noch, wollte heute noch schlafen. Tulania, fühl dich besonders geknuddelt? Oh, Scheiße. Jetzt ist die Nacht gelaufen. Jetzt ist die Nacht gelaufen, ey. Fuck, ey. Ja. Also, wer nachher noch hier weiterschreiben möchte oder sowas, also ich bin die ganze Nacht jetzt wach. Ja. Ja. Der Mösche kann auch gerne noch wahrscheinlich in die Spaßecke kommen, aber wir beenden jetzt hier den Stream. Richtig, den Stream beenden wir jetzt. Wer noch gerne quatschen möchte, kann ja in das Spaßecke halt kommen. Ja, der kann dann sich dazu gesellen. Im Discord. Ja. Okay. Also, winke, winke. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.